Jetzt. Ja, beim letzten Mal habt ihr den Tempel des Orakels zurückerobert, nachdem ihr gesehen habt, dass die Order des Sidon diesen anscheinend beschlagnahmt hat, zumindest dort Wachen abgestellt hat und auch die Tempeldiener gefangen genommen hat. Durch einen Trick und ein kleines Theaterspiel habt ihr den Anführer der Order, einen gewissen Braeka, ein wenig isolieren können, um ihn dann gezielt mit einem Steinspuss durch den Kopf auszuschalten. Und den Rest der Wachen habt ihr auch hinters Licht geführt, sie überwältigt und dann gefesselt, sodass die Tempeldiener wieder befreit waren. Allerdings hatte eine dunkle Macht im Tempel anscheinend ihren Spaß und allerlei Gegenstände und Türen verhext. So haben euch einige Schwerter angegriffen, als ihr einen Schlüssel von der Wand nehmen wolltet. Xio ist mit seiner Pranke an einer Tür festgeklebt, die ihn kurz darauf einfach auffressen wollte. Und im Keller wurdet ihr schließlich von einem Teppich überrascht. Dem Schreck nicht genug, ist auch noch hinter einer Abbiegung unten in der Grotte des Tempels eine ekelerregende alte Wasservettel aufgetaucht, die sich als Helleka entpuppte und die anscheinend, wer sie gefangen genommen hat, das war die gute Dame. In einem sehr knappen Kampf konntet ihr das eklige Geschöpf aber bezwingen und seid dann schnell zu Versi geeilt, die anscheinend von einem Wasserwesen oder einem Elementarwesen festgehalten wurde, was Helleka dort abgestellt hatte, das sich aber durch Hellekas Tod dann auch dematerialisiert hat und das Orakel wieder freigegeben hat. Helleka hatte auch noch einen kleinen Brief dabei, anscheinend vom Herr der Stürme persönlich, eine direkte Anweisung, dass sie ihren Treueeid folgen soll und seine Tochter gefangen nehmen soll und dann wieder zurück nach Praxis, dem Turm, der irgendwo im Serelanischen Golf zu finden ist, wiederbringen soll. Genau, jetzt seid ihr in der Tempelgrotte und steht vor Versi, die keuchend auf dem Boden um Luft ringt, nachdem sie ihrer Gefangenschaft entronnen ist. Und wir laden euch mal in die Szene. Ja, da wird gesprintet, Bruder, ne? Stehst du vor ihr? Was willst du da noch groß sprinten? Ja, die liegt keuchend am Boden. Erstmal die Arme nehmen, Bruder. Okay, du schaust in ihre Augen, in ihr wunderschönes Gesicht, das immer noch ganz außer Atem ist. Xio, bist du es? Bist du zu meiner Rettung geeilt? Ich bin jetzt da, alles gut. Ich wusste, ihr werdet kommen. Die anderen sind egal, geht's dir gut? Kronks ist blind, warte, weil Kronks gar nicht irgendwie auf der Karte drauf ist. Kronks war schon immer blind. So, Kronks. Warum bin ich blind? Lass mal, kannst doch nicht einfach meine Mitkameradin hier beleidigen. Hallo, die steht mit mir an der Front. Sagte der blinde Mann. Ey, ich bin nicht blind, ja? Du bist nur hast eine Sehstörung. Was? Siehst du nun Kronks? Ist noch gemutet, falls du gerade was sagst. Ja, ich kann wieder sehen, alles gut. Okay. Ah, Xio, wie hast du es geschafft? Was ist oben vorgefallen? Geht es meinen Dienern gut? Allen geht's gut. Wir haben die Schweine in das Licht führen können und die sind momentan noch draußen gefesselt. Was hat die alte Vettel mit dir gemacht? Sie wurde von meinem Vater geschickt. Ich, der alte Mann, schon wieder. Er wollte mich für meine Taten bestrafen, dass ich die Prophezeiung an euch aussprechen soll. Strafen? Macht er nochmal so was, bestrafe ich ihn? Naja, Schwiegerväter halt. Wir können von Glück reden, dass er nur Helleka geschickt hat. Sie ist ein sadistisches altes Weib, aber er hat sicherlich noch schrecklichere Diener. Sollen die nur kommen? Ich bin auf jeden Fall überglücklich, dass du wieder da bist. Du weißt, aber ich kann nicht bleiben. Ja, leider. Aber stell mir deine Kameraden vor. Also. Der Mann zu meiner Linken hier, die alte Ziege.
Bisschen pervers, der alte Mann, aber wenn es drauf ankommt, ist er sehr hilfreich. Das ist Melanthios. Sei gegrüßt, Melanthios. Seid gegrüßt, oh mächtiges Orakel, wer sie? Verbeugt mich ein bisschen. Sie erwidert die Verbeugung. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter in die Höhle rein und mache ein bisschen Platz für die anderen. Elias, tritt vor. Er hofft er leider nicht, aber ja, ich komme näher. Ach so. Verbeugt mich ebenfalls. Und, ja. Das da ist sowas, was man in allgemeiner Zunge als Frontschwein bezeichnet. Der steht immer an vorderster Front und hält unten mir und Melanthios und noch einem anderen die Gegner immer vom Hals, dass wir da in Ruhe unser Ding machen können. Du solltest ein wenig besser über ihn reden. Das ist so unter Freunden, weißt du? Was? Freunde? Das wird bezahlen! Oh! Ey, nochmal so ein. Flüster ich zu ihm zu. Nochmal so ein Spruch und die Krallen werden ausgefallen. Ja, das würde ich jetzt nicht vorschlagen. Nicht in deinem Zustand. Das ist egal. Wer mich vor ihr niedermacht, ne, da gibt's direkt Klaue. Es freut mich auf jeden Fall, Helios. Ahne der Mimidonen. Gleiches. Ich freue mich euch kennenzulernen. Ich habe schon einiges von euch gehört. Hoffentlich nur Gutes. Ich flüster mal zu... Bisher, ja. Ich würde mal zu Versi hinzuflüstern. Sag mal, kommt der dir irgendwie bekannt vor? Ich weiß nicht, da ist irgendwas. Du meinst Helios? Ja, irgendwas an seinem Gesicht. Vielleicht werden sich einige deiner Fragen später beantworten, wenn ich die Prophezeiung verlesen werde. Ja, mal gucken. Alles klar. Dann der Nächste. Das ist unser größter Junge. Ich sehe schon. Grüße. Ich bin Perseides, Sohn des Pythos. Ein Halbgott. Eine Ehre. Ihr seht schrecklich mitgenommen aus, Perseides. Ich murmle so leise vor mich hin, ja, und auch mal halb so intelligent. Die Hexe hat mich angeguckt. Ihr könnt ruhig meine Wasser benutzen, um euren Körper zu waschen. Sie bieten heilende Kräfte. Nein, Badewasser? Die Wasser dieser Grotte hier unten. Hey, Perseides, ne? Nicht so schmutzig denken. Dafür haben wir Melanthios. Der sitzt schon im Bett. Ich sitze schon im Bett. Ja, ich sah gleich raus. Es ist einfach verkaufbares Nymphenbadewasser. Ja, was glaubst du, wie wir uns hier, woher das ganze Gold kommt? Oh ja. Irgendein Geschäftsmodell muss man haben über die Jahrhunderte. Ja, wenn sie es rentiert. Als Nächstes haben wir Kronks. Wie sich das wahrscheinlich rausstellt, bald die Prinzessin der Minotauren. Und wir haben auch noch einen Job, deren Hauptstadt wieder zu erobern. Mhm. Ihr müsst Versi sein, oder? Richtig. Gut, ich weiß so absolut gar nichts von euch. Das müsst ihr auch nicht. Ich bin nur hier, um die Prophezeiung zu treffen. Das vorherzusagen, was die drei Mäuren gesponnen haben. Mäuren? Ja, es sind die Schicksalsgöttinnen, wenn man so nehmen will. Aha. Doch sie haben einige grausige Eigenarten, nicht unähnlich Helika. Ich bin quasi eine Gegenkraft zu ihrer Boshaftigkeit. Denn ich sehe, was sie vorhaben und kann noch versuchen, es umzukehren. So, so. Ja, zum guten Schluss. Außer es kommt mal vor. Hä? Schluss? Hey! Ach ja, stimmt. Nicht vordrängeln, Orsus. Warum hat die? Ja, er lässt Versi, meine Gute. Die beiden umarmen sich sehr innig. Du hast da noch was im Gesicht. Dir? Nein. Will dir das niemand sagen? Siehst du gerade einen anderen Token oder was? Ich seh's. Kennst du diese Scherzbrille mit Nase und dem Schnauzer da drunter? Also manchmal weiß ich nicht, warum der. Warte mal.
Kira geht nochmal in die Umkleide. Die bei mir auf. Diese Scherzartikelbrille mit Nase. Das sah gerade so lustig. Ja, jetzt geht. Alter, das sah. Sah das gerade lustig aus. Alter, die hatte so diese Scherzbrille mit fetter Nase drauf. Ich weiß nicht, wovon du redest. Richtig Oberbärtchen. Ja, okay, dann ist alles gut. Woher hast du das da? Und warum? Dann lieber nicht diesen Fahrradzug. Hera, ich wusste, du würdest die Helden schicken, um mich zu retten. Ja, ich habe etwas Panik gehabt, muss ich ehrlich eingestehen. Du hattest dich nicht mehr gemeldet. Ja, es war wegen Helika. Aber ich wusste, du würdest kommen und mich retten. Klar, und ein bisschen haben diese Leute auch dabei geholfen. Oh, Orsas, stell dich doch bitte vor. Ich wollte gar nicht hier mich vordrängeln. Voll vordrängeln. Das verstehe ich schon. Alles gut. Kommt auch und ja, verneigt sich auch. Bin sehr, sehr erfreut. Ich auch, Orsas. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum unser lieber Xio es so eilig hatte. Ja. Es freut mich immer, ein gleichgesinntes Nymphenwesen zu treffen. Auch wenn du von den Sternenhimmeln kommst, wie mir scheint. Das ist wahr, ja. Wobei ich da nicht mehr viel Erinnerung dran habe. Aber ja. Ich muss direkt fragen, weil es brennt mir sehr auf der Seele. Neben der Prophezeiung für uns alle besteht auch die Möglichkeit, ein persönliches Anliegen, eine Frage beantwortet zu bekommen. Natürlich. Wir können darüber reden, nachdem ich eure Prophezeiung verlesen habe. Stellt sich Persides erstmal auf den Kopf. Zack, hingelegt. Und auch wir bei der Xio haben noch etwas privat zu bereden. Oh, ich verstehe schon, Diese Höhle hat noch niemals einen Vorhang, Versi. Ich glaube, wir gehen dann in die zweite Etage danach. Ich muss sagen, ein sehr bequemes Bett habt ihr hier. Melantheos, raus da. Nun, tut mir leid, ich bin schon etwas alt. Ich gehe dann eben zum Badewasser trinken. Ja, lasst nur die Höhle ganz. Eine verzügliche Muschel habt ihr hier. Ruht euch erst aus, meine Freunde. Wir werden die Prophezeiungsweissagung dann vorbereiten, ich und meine Diener. Nehmt euch eure Zeit. Das verlässt kommentarlos. Ich gucke mir mal die Sachen, die hier so auf dem Boden liegen, an. Nun, Kronks feigst immer noch dabei ein bisschen. Auf dem Boden liegen ungefähr 5 sehr wertvoll aussehende Perlen, 3 Emeralde und eine Handvoll feiner Broschen. Und ich guck dich währenddessen ganz genau an. Das ist quasi ein riesiger Schatz, der dort liegt auf dem Boden. Mhm. Oh, das ist gleich ein toter Melantheos drüber. Nun, braucht ihr das noch? Melantheos. Die Gaben an mich. Oh, die dachte, Gläubigen erbringen. Nun, vielleicht könnte man später nochmal eine, wie soll man das sagen, eine Befragung machen. Denn ich hätte ein paar Fragen, die mir auf der Seele brennen. Aber ich möchte gar nicht stören. Und verschwinde dann bei der Ecke. Ich guck kurz, ob der wirklich weggegangen ist. Geht da noch? Alter. Ich bin alt. Spielverderber. Und wasch mich dann so ein bisschen in der heilenden Quelle hier. Hey, wer will, der kann eine Shortrest machen in der Zeit. Oh, nur? Alles wieder. Ihr seht auch, wie Proteus nach unten gekommen ist. Ah, wunderbar, ihr habt die Herrin gerettet. Vielen Dank. Anstatt dass er auf uns wartet. Seine Neugier kennt keine Grenzen. Meine Freunde, ihr seht verwundet aus. Ich habe euch ein paar Gaben mitgebracht, die euch vielleicht helfen könnten. Und er zieht einen kleinen Beutel aus seinem Gewand.
wo es drin klimpert und er dann 6 Heiltränke zutage befördert. Hier, das habe ich aus den Quartieren der Akolyten. Sie brauchen es im Moment nicht. Wie großzügig. Alter Mann. Aber ich klone mal eben die Truhe dafür, dann geht's einfacher. So. Okay, könnt euch da bedienen. Hast du ein übrig, ihr Schweine? Horsus macht sich mal auch obenrum frei, wäscht sich ein bisschen und fängt dann wieder an, ein Lied zu spielen für die Rast. Mhm. Ich mal kurz nachgucken, ob das nur einmal am Tag geht, aber ich glaube, das geht bei öfter. Meine Frage, wie nehme ich nur eins? Auf den dunklen Diamanten klicken und dann... Ja. Ah, okay. Loot Item. Ja. Meint ihr, Xior wäre böse, wenn ich seinen Heiltrank nehme? Nein. Oh, werte Poetin, ich glaube, ihr habt das nicht nötig. Guter Mann. Ich weiß schon, warum ich ihn mochte. Wenn ihr einen braucht, könnt ihr meinen haben. Und hier oben ist Action, oder? Ja, man muss ja ein bisschen, ne? Erstmal sind ja wieder lange Zeit auseinander gewesen. Du hörst, wie sich Melanthios, ihr seht, wie sich Melanthios so die Hand an das Ohr hängt und so lauscht. Ich meine, sie haben ja eine Stunde Zeit, also. So, ja, bereiten sich Nymphen also für ihre Weissagung vor. Kann ich eigentlich auch short resten? Ja, kannst du machen. Es ist sehr entspannend. Ah ja. Wer sich versucht, das Ganze auch leise zu halten. Ich denke, genau, ihr könnt alle den plus 1 noch von Orsos Song of Rest holen. Helios, deine Technik mit dem Schwert hat mich ziemlich beeindruckt. Kannst du mir vielleicht mal ein paar Kniffe zeigen? Ja. Vielleicht sollten wir dafür uns an... Ja, wobei, wir können auch hier unten gerne. Ja, und allerdings war das ja kein Schwert, aber ja. Ne, ich habe ja Speer gesagt. Ach, Speer, dann kam das bei mir falsch an. Entschuldige. Nö, na klar, ich nehme den Speer zur Hand, leg den Schild beiseite und können wir die Short Rest damit verbringen quasi. Ja. Ich bade im Wasser. Also vielleicht so ein paar Abfolgeübungen, ein paar Manövern. Ich sag dann noch so beiläufig, allerdings glaube ich nicht, dass jemand wie du noch viel Übung braucht. Ach, naja, bis zur Perfektion ist es noch ein langer Weg und man kann sich von jeder Quelle das Beste abschöpfen. In der Tat, dann fülle ich mir ein bisschen was von der heiligen Quelle ab. So wie von der. Benni, ich glaube, es wird Zeit für die Prophezeiung. So übelst erschöpft. Ich glaube. Hat das Wasser denn eine zusätzliche Heilung? Ihr könnt euch alle noch einen Punkt extra heilen. Hey. Wow. Wie macht man das? Du kannst auf deinen Token rechts klicken, dann müsstest du da so einen Lebensbalken drunter mit einer Zahl erscheinen. Und da kannst du entweder dann den plus einfach plus 1 reinschreiben tatsächlich oder halt die Zahl, die da rauskommen würde. Okay. Lass mal zu den anderen gehen, wer sieht. Ja. Einen Moment. Sie schaut nochmal in den Spiegel. Ja, ich geh schon mal vor. Ich muss mir noch meine Health Potion abholen. Aber wo habt ihr die liegen lassen, ihr Schweine? Oh. Na, jetzt mal ehrlich, wo liegen die? Mitten neben mir und Kronks. Ah ja, der Herr ist fertig. Da ist nichts bei mir. Ah, da sind sie. Da ist nichts bei mir, BTW Benny, ne? Also wahrscheinlich, weil ich es nicht gesehen habe. Das ist halt. Jetzt ist da was. Okay, ich warte einfach immer, dann lösen sich die Probleme. Sehr gut. Für dich noch so. Herrin, ein Glück! Proteus, schön dich auch bei bester Gesundheit zu sehen. Ja. Würdest dir etwas ausmachen, die Prophezeiung vorzubereiten? Wir bräuchten etwas Räucherwerk hier unten.
Natürlich, ich habe die Kräuter schon mitgebracht. Und er macht sich dann daran, hier kleine Räucherstäbchen aufzustellen an den Kerzen und diese zu entfachen. Frau Orakel, wegen Ihren Teppichen da, es tut uns leid, aber ziemlich ergreifend. Ja, Helika hat sich ihren Spaß erlaubt mit meinen persönlichen Gegenständen. Es macht nichts, es ist kein Problem. Hauptsache, euch geht es gut. Dann gehe ich langsam nach vorne. Tut mir leid, ich habe sie eingeäschert. War vielleicht das Beste. Ja. Okay, langsam. Trotzdem noch ein Stempel vorsichtig sein, wir waren nicht überall. Habt ihr das euren Männern gesagt, Proteus? Oh, sie sind schon wieder in ihre Quartiere zurück, aber bis jetzt ist nichts passiert. Aber dort draußen sind noch kleine, seltsame Wesen mit Flügeln. Sie versprühen heißen Dampf. Ich weiß nicht, ob sie auch das Werk dieser Hexe waren. Ah, das sind wahrscheinlich Mephite, die auf natürliche Art und Weise angelockt wurden. Sollen wir die beseitigen? Nein, solange man sie nicht verärgert, sind es nur neckische Naturgeister. Also sollen sie bleiben? Sie können bleiben. Ich dulde sie. Alles klar. Gut zu wissen. Okay. Die Höhle füllt sich dann langsam ein wenig mit Qualm. Stellt euch am besten in das Wasser. Mit euren nackten Füßen. Gut. Gut. Ich trage sowieso keine Schuhe. Meine kleinen Hufen stehen im Wasser. Meine auch. Hufengang. Ja, also. Ist dabei, von Füßen bis Hufen bis Tatzen. Ich finde unsere jetzige Gruppenaufteilung sehr gut. Ja. Genug Diversität vorhanden. Okay, während es immer dichter wird, der Nebel hier unten und ihr wohltuende Dämpfe und Gerüche einatmet, von Essenzen, die dort verbrannt werden, werdet auch ihr ein leicht wenig benebelt. Und irgendwann ist es euch so, als würde der Fußboden wie der Sternenhimmel ausschauen. Kleine Sterne spiegeln sich in dem Wasser des Flusses wieder. Santios entkleidet sich und legt sich dann ins Wasser. Nicht schon wieder das Heroin. Seid einfach ganz entspannt. Und irgendwann ist der Nebel dann so dicht, dass ihr nur noch Versi vor euch seht. Inmitten des Sternenhimmels und des Rauches. Und auch sie atmet die Dämpfe ein, die sie umgeben. Sie starrt jeden von euch einmal in die Augen und erforscht eure Seelen mit ihrem durchdringenden Blick. Dann vergeht einige Zeit, bevor sie spricht. Ihr Krieger, die hier versammelt seid, werdet geprüft. Die drei Mäuren haben drei große Aufgaben offenbart, die erfüllt werden müssen, bevor ihr bereit seid, in die Meere zu segeln und euch den Titanen zu stellen. Ihr müsst die silbernen Feuer der verlorenen Schmiede formen, um die Werkzeuge herzustellen, die ihr brauchen werdet. Ihr müsst die mächtigen Waffen einfordern, die der erste Drachenlord gegen die Titanen einsetzte. Und ihr müsst tief aus dem bodenlosen Drachenhorn trinken, denn es wird eine Vision offenbaren, die selbst ich nicht sehen kann. Aber hütet euch, denn ich habe das Ende aller Dinge gesehen. Der Zorn meines Vaters kann nicht gebändigt werden. Und auch seine Schwester schmiedet jetzt schon Pläne. Eure Suche kann noch scheitern, und wenn das geschieht, wird der Himmel schwarzes Feuer regnen lassen, und das Verhängnis von Phylea wird kommen. Und nun habe ich noch eine Prophezeiung für jeden von euch. Sie schaut zuerst Melanthius in die Augen. Cousin, seltsamer Cousin, du bist eine Anomalie. Verloren im Sand der Zeit und doch zurückgekehrt nach Phylea, in das Hier und Jetzt. Es war vom Schicksal vorherbestimmt, vorausgesehen von meiner Namensvetterin, deiner Mutter, Versi der Ersten.
Ich wünschte, ich könnte sagen, was mit ihr geschehen ist. Aber mein Vater hütet solche Geheimnisse eifersüchtig. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Sidon seine Kinder nach seinen verlorenen Geschwistern benannt hat. Als eine letzte Art der Beleidigung. Dennoch habe ich gesehen, wie du deine Prophezeiung erfüllen wirst. Damit deine Hand Phileas neue Dämmerung leiten kann, musst du die Hand deines Großvaters suchen, die im Herz des alten Waldes schläft. Bringe sie zur Insel des goldenen Herzes. Dort wirst du mit unserer Großmutter, Phileas selbst, kommunizieren. Hast du Fragen dazu, Melanthios? Allzu viele, aber das kann man bestimmt in einem Nachgespräch besprechen. Ich möchte euch nicht aufhalten. Wie du wünschst, Melanthios. Perseides, du bist ein schönes Ding, aber eine Blume kann nicht blühen, wenn ihr Stängel verwelkt. So musst auch du, um dein Schicksal zu erfüllen, zu deinem göttlichen Elternteil, Pyfor, dem heutigen König von Estoria, gehen. Er schwelgt in seinem Wein und seinem Kummer und hat den Glanz seiner glorreichen Tage längst verloren. Du sollst die Waffe schmieden, die er nie führen konnte, seinen alten Feind besiegen und seine wahre Liebe retten, deine Mutter. Dabei sollst du einen Weg beschreiten, der es dir ermöglicht, deinen Vater an Heldentum zu übertreffen und vielleicht sogar mit ihm zu einem Gott zu werden. Gut. Okay. Sie nickt dir dann zu. Dann dreht sie sich zu Kronks weiter um. Ich freue mich, Kronks, dass jemand mit einem solch erhabenen Schicksal zu mir kommt. Ich sehe, dass du noch für größere Dinge bestimmt bist. Ich sehe dich, wie du an der Spitze eines Fluges wiedergeborener Drachen reitest. Aber hast du dich eigentlich jemals nach der Quelle deiner großen Gaben gefragt? Gegrübelt, woher sie kommen? Ich werde es dir offenbaren. Du und ich, auch wir beide, sind verwandt. Mein Vater, der Herr von allem, liebte einst eine sterbliche Zauberin. Sie war deine Großmutter. Cynthia hieß sie. Die Schwester meines Vaters, Lotharia, überredete ihn jedoch, seine sterbliche Geliebte zu ermorden. Du musst deine Großmutter rächen. Und dabei wird dich ihr Geist zu deinem großen Schicksal führen. Erlaube mir, dir etwas von ihr zu schenken. Ein altes Erinnerungsstück, wenn man so will. Von dem ich weiß, dass sie sich wünschen würde, wenn du es besitzt. Und sie gibt dir ein kleines Amulett an einer Lederkette, an dem ein hellblauer Stein hängt, in dem es aussieht, als würde dort ein Meer drin herumwabern. Ja, also Kronks Mund steht halt so weit offen, nimmt es so in die Hand, betrachtet das, schaut dann wieder zu Versi, klappt sich so den Mund zu und sieht komplett verstört aus. Ich weiß, es ist viel auf einmal. Es zum Teufel. Auch dir nickt sie dann zu. Und dreht sich dann zu... Oh, ich habe Helios gar nicht da gesehen. Zu Helios zurück. Helios, ich sehe, dass du das Blut der Myrmidonen in deinen Adern hast. Du sollst wie deine Vorfahren Phileas gegen die Titanen vereinen, die es zu zerstören drohen. Um dies zu erreichen, musst du das Volk um dich scharen und die Symbole deines Ordens wiederfinden und von den Drachenfürsten zum General gesalbt werden. Danach wirst du in der großen Schlacht, die kommen musst, an der Spitze der Armee stehen. Die, die einst die Macht der Myrmidonen selber erleben konnten, werden dir dabei weiterhelfen können. Suche dafür die Göttin der Weisheit in Mythros auf, die Königin Valos und einen alten Zwergenschmied in Estoria. Du wirst wissen, wenn du an den richtigen Orten bist. Ja, und dann wendet sie sich noch zu Orsos Ich zu. Nicke zurück und Okay.
Also es kommt langsam näher. Seine Sterne auf der Haut leuchten noch mehr als sonst, jetzt in, umgeben von den ganzen Sternen im Nebel. Er lächelt erst wie gewöhnlich und dann kommt eine Spur Traurigkeit, weil er denkt an eine bestimmte Person. Mhm. Orsus, ich sehe, dass du dein Herz verloren hast. Das Licht deines Lebens, das dich immer über Wasser gehalten hat, als die Geister drohten, dich in ihrem Kummer zu ertrinken. Um dich mit deiner Liebe wieder zu vereinen, musst du dich erneut in die Tiefe wagen. Du musst den Wächter von Telamok aufsuchen, denn er hat die Natur des Todes jahrhundertelang studiert und sich selbst zu einem unsterblichen Wesen von großer Macht gemacht. Nur er kann dir zeigen, wie du deine Gaben besser nutzen kannst. Und mit diesem Wissen musst du dich dann einer Katabasis unterziehen, einen Abstieg in die Unterwelt, denn dort wirst du deine verlorene Liebe finden. Sei jedoch vorsichtig, denn die urzeitlichen Tiefen der Nethersee können nicht alleine durchschritten werden. Du wirst einen Führer brauchen. Ich sehe einen verschmähten Diener Lutherias, der sich zurzeit in Mythros aufhält. Er würde alles tun, um dorthin zurückzukehren zu können. Dann nickt sie dir zu. Ich danke dir. Danke. Und ohne weiteren Kommentare oder irgendwas zieht er sich wieder zurück. Und nun zu dir, Geliebter. Mein Herz, das Schicksal ist in der Tat grausam, uns so schnell auseinanderzureißen, nachdem du mir zu Hilfe gekommen bist. Doch bevor ich mit dir über dein großes Schicksal spreche, möchte ich dich bitten, mir hier und jetzt ein Eid zu schwören, dass du, sobald du dein Schicksal erfüllt hast und den Untergang Phaileas verhindert hast, zu mir zurückkehren wirst. War nie anders geplant. Danke. Ich hatte immer eine Schwäche für Sterbliche, aber ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, zu lieben. Nicht wirklich, bevor ich dich erblickt habe, Xio. Also, du bist dazu bestimmt, deinen Orden wieder auferstehen zu lassen. Ich sehe dich, wie du die berühmte Rüstung und Krone des Kommandanten trägst. Du musst sie zurückholen. Du musst die Nekropole von Telamok aufsuchen, genauso wie Orsus. Alte Freunde warten dort auf dich. Xander wartet dort auf dich. Sagt der Name mir was? In dem Moment, als Versi ihnen sagt, ja, es kehren einige Bilder zurück von deinem Freund und Kommandanten Xander. Ein Mann, der immer sehr in sich gekehrt war und immer für die Sache gekämpft hatte. Oh, wo ist sein Bildchen? So. Du hast immer noch gut in Erinnerung, wie er in seiner vollen Rüstung und seinem stattlichen Mantel tief über Plänen gebeugt stand, die er Tag für Tag geschmiedet hat. Immer konzentriert auf die Sache, immer darauf aus, die Titanen zu besiegen und den Menschen Phaileia zurückzugeben. Er war quasi derjenige, wenn es einen Plan geben musste, hat man ihn gefragt. Genau. Aber du spürst auch, dass irgendetwas Schlimmes geschehen ist mit ihm. Also, dass er lebt, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, da, weil es ja schon 500 Jahre und länger her ist. Stimmt, der sah jetzt aus wie ein Mensch. Genau, er ist ein Mensch gewesen. 500 Jahre für einen Menschen, das ist ein bisschen... Aber auch, du hast irgendein gutes, ungutes Gefühl dabei, als wäre etwas passiert, das zu einem vorzeitigen Ableben von ihm geführt hätte. Warte, was? Und du weißt nicht genau was. Mhm. Okay, dann ab nach Zellamon. Ich mach die auch nochmal öffentlich, die Prophezeiung, sodass jeder weiß, was da gesagt wurde. Ja, okay, gut. Das heißt, kann man sich dann reinkopieren. Na, wartet. Wo machst du das? Dann hätte ich ja gar nicht hier wild mittippen müssen. Ja, lame. Ich hab auch die ganze Zeit fleißig getippt. Das war der Grund, warum ich die ganze Zeit gemutet war. Das, ja. Ich hab mich einfach nur berieseln lassen. Ich dachte, wird sowieso aufgenommen, wen interessiert. Hat mir bloß nicht die Namen vergessen. Ansonsten
So, Held, nun ist es an der Zeit, eure große Aufgabe zu erfüllen. Bei, ja, wie hieß er denn nochmal? Keine Ahnung. Ich so aus der Tür raus, kommst gerade auf den Tempel. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ich glaube dahin. Wo ist denn dahin? Richtung Sonne! Frag nicht so viel. Herr DM, ich kann meine Prophezeiung nicht aufrufen. Ja, ich glaube, da kann keiner. Oh nein! Die sind noch alle leer. Die Überschriften sind nicht anklickbar. Ah, so, ich weiß warum. Einen Moment. Die stehen nämlich im Secret Text. Ja, so, jetzt müsste es sichtbar sein. Da findet man die, wenn man die jetzt händisch aufmachen will? Die findet ihr unter Journal, das ist neben dem Koffer dieses Buchsymbol. Und da müsste irgendwo ein Ordner sein, The Adventure, Chapter 1, Handouts und dann die Prophezeiungen. Eine kurze Frage, ne? Hm. Die Drachenfürsten, von denen er gesalbt werden muss, ne? Bin das nicht ich? Wie meinst du? Bin ich nicht ein Drachenfürst? Ja, stimmt. Du musst quasi zum Anführer nochmal symbolisch gesalbt haben. Also kann ich dann... Ach, oh Scheiße. Ja, so, Elias, jetzt knie mal vor mir. Jetzt hin, knien los. Junger Mann. Ich habe aber die ganzen Quests auch nochmal im Questlog aufgelistet als Einzelaufgaben. Oberquestlog nochmal. Das ist auch in dem Reiter Journal Entries. Und dann die Maus einmal ganz nach unten... Fast bevor ihr in eurem Windows seid, da steht Questlog. Genau. Lassen wir ihn im Glauben, dass er hier irgendwas zu entscheiden hätte. So. Warum so. Ist also die drei Sachen, die drei großen Taten von Versi, ne? Ach, ja, doch, jetzt habe ich es verstanden. Ich bin nicht so intelligent. Hauptquest, dann wusste ich. Questlog. Suchst du noch? Ja. Bei mir steht noch, erfahre dein Schicksal von Versi. Was? Ja, ganz unten? Wo ganz unten? Bist du in dem Journal-Reiter oben rechts? Oben rechts. Da ist ja so ein Koffer und daneben ist so ein aufgeschlagenes Buchsymbol. Einmal auf das aufgeschlagene Buch klicken. Mhm. Und dann mit der Maus ganz runterfahren, bevor du fast in deiner Windows-Leiste bist. Da steht so ein weißes Feld Questlog. Ah, Questlog. Sehr gut. So, erfahre dein Schicksal von Versi, genau, da können wir alle einen Schritt weitermachen. Fangen wir mal bei Persedes an. Also irgendwie, der Satz, sobald der Eid geschworen ist, wird Versi offenbaren, dass die berühmte Rüstung des Verschwundenen zusammen mit der Krone. Also zweimal zusammen mit der. Rechtschreibfehler, dann nehme ich keine Gewähr für. Ja, deswegen mache ich das ja. Ich ärgere Lukas schon immer, wenn er versucht, Englisch zu sprechen. Dann ärgere ich ihn jedes Mal. Wusstest du das jetzt auch noch hier in die Aufnahme rein sagen? Ja. Sehr gut, da ist also das Amulett meiner Oma. Wundervoll. Die Omi. Die Frage ist, Schelle, Junge. Was machen wir zuerst? Kann am Anfang anfangen, mit dem ersten nach Telemok reisen. Ja, weil ich glaube, da haben ich und Orsus, ich weiß, musst du nicht noch irgendwer zu Telemok? Auch die... bist du das, der die Waffen da beanspruchen soll? Ja, ne? Ich? Ich soll meine Rüstung, meine Krone finden. Naja, wenn meine Großmutter, von der ich jetzt übrigens zum ersten Mal höre, auch unter den Toten weilt, dann lässt sie sich doch sicherlich in der Nekropole finden, oder etwa nicht? Ja. Das könnte man denken. Also dann sind wir schon mal bei drei, die nach Telemok müssen. Also ich denke, in Telemok haben viele was zu tun und in Mythos. Also ich mische mich ja nur ungern ein, aber Telemok, da werden nur Drachenreiter begraben. Das gemeine Volk darf da gar nicht begraben werden. Ja, stimmt, niederes Volk, habe ich vergessen. Ich verstehe es aber nicht ganz. Wir wollen ja nicht begraben werden. Wir suchen dort Dinge und Personen. Ja, aber dann werden wir da Kronks Großmutter. Die meinte wegen ihrer Großmutter. Ah. Okay, also wir haben zwei, die nach Telemok müssen. Einer muss zu Zwergenschmieden in Estoria. Hallo, die Göttin der Weisheit. Von wo finde ich die? In welchem Ort? In Mythos. Mythos, alles klar. Das war das.
Also, wo war nochmal der Vater von unserem Halbgott? Der war in Astoria. Wait, warum muss er einen grünen Drachen erlegen? Also Drachen erlegen, da bin ich nicht so ganz d'accord mit. Vielleicht wäre eine Karte ganz hilfreich jetzt. Naja, ich gebe zur Erinnerung, dass wir auch dem guten Antigonus noch etwas versprochen haben. Ja. Das kann er uns ja auch auf der Karte zeigen, wo das ist. Zeig mal, hast du eine Karte, wo die Sachen eingezeichnet sind? Ah, warte, ich ziehe euch mal auf die große Karte für Antigonus. Was so jetzt effizienter Weg ist. Erstmal schön die Levelwege optimieren. Erstmal Logistik. Scheiße. Brauch Nachschublinien. Gewesen, ich rede die ganze Zeit und ich muss auch nach Astoria auf jeden Fall. Ja. Ich muss in den Moostempel. Okay, einer Moostempel, zwei Astoria und zwei nach Telamon. Bei mir lädt die Karte irgendwie nicht. Was ist mit meinem Internet? Das ist 95%, da lädt bei mir auch nicht, aber das geht gleich jetzt. Ah, ist es. Und nach Mythros auch mindestens zwei. Was ist denn mit meinem Internet? Stimmt, nach Mythros auch zwei. Jetzt müssten wir wissen, was ist so als nächstes erstmal. Ja, ich warte noch kurz, bis. Jetzt einer fehlt noch. Ich so, noch ist die Frage, genau, wo genau ist der Moostempel, mein Herr? Also, ich wollte die Karte hier nur, um euch Minus zu zeigen. Das ist nämlich ganz weit hier drüben im Osten. Okay, also Minus wird nicht gemacht. Draußen weint Antigonus. Keine Sorge. Also, Mythros ist offensichtlich hier. Der moosige Tempel. Kyra kommt dann zu dir, Melanthius. Irgendwo im alten Wald. Ich vermute, sie deutet auf die Karte, irgendwo da so, glaube ich. Okay, da oben ist Astoria. Wo ist Telamon? Dazu hole ich euch jetzt mal auf die Heartlands-Karte. Warte, die preloaden wir mal. Vielleicht geht's dann besser. Okay, also Telamon ist aber in die Richtung von Minos. Nein, Telamon ist, glaube ich, hier hinten. Warum dann auf die Heartlands-Karte? Weil da die Orte tatsächlich noch drauf sind. Können wir nördlich über Astoria da hinkommen oder südlich über Mythros? Dann würde ich erstmal zum Moostempel gehen, Richtung Mythros, Richtung Telamon, Richtung Astoria und dann zu Minos. Ich smoke die Karte hier gerade mit Nebel zu. Warte, aber wir können jetzt hier so richtig geil Drop Polygon, ja, wir können jetzt also, so geil so zack. Jetzt sehe ich die Karte, okay, jetzt sehe ich sie. Zack. Genau, Telamok ist hier hinten. Also ist dann echt so, Moostempel, Mythros, Nekropole, Astoria und dann Minos. Dann haben wir einmal... Ja, und auf dem Weg können wir doch sicherlich einen Totenbeschwörer oder sowas treffen. Totenbeschwörer, achso. Ja, in Telamok ist jemand, der ein bisschen was mit zu tun hat und in Mythros ist auch ein Führer für die Unterwelt. Siehste. Ja, sehr also gut. Also ist unser erstes Ziel der Moostempel. Ich darf anmerken, die Sache ist eigentlich ziemlich einfach mit dem Drachenhorn, was ihr auch holen sollt. Ihr habt euch ja noch gar keine Gedanken über die drei großen Aufgaben gemacht, also bitte. Ja, man denkt natürlich zuerst an seine Kameraden. Also bitte. Gut, du möchtest uns was sagen. Wo ist dieses Horn? Endlich versteht mich einer. Das Horn ist ganz einfach in Astoria. Es wird im Drachenschrein aufbewahrt. Versi drückt sich immer so kompliziert aus, aber kann auch einfach sein. Ist das einfach so zugänglich? Oder ich nehme an, wir brauchen deine Erlaubnis oder irgendwas, um das zu nehmen. Also, ihr seid Helden der Prophezeiung, ihr müsst es nur sagen und die Leute werden euch aufs Wort gehorchen. Nein, oder aber ich... Meine Augen denke, glitzern schon. Versi, du kannst ja dem Hüter Bescheid geben, oder? Ja, das kann ich tatsächlich. Ich werde einen Boten aussenden. Wo ist denn die Mithril-Schmiede? Tja, das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ich glaube, da müssten wir mal mit Insidern aus Astoria reden. Ich habe gehört, es gibt dort einige Zwerge, die dort in einer Kupfermine arbeiten, aber von dieser Mithril-Mine habe ich auch noch nichts gehört. Okay, also müssen wir jetzt abstimmen. So, gehen wir clockwise oder counterclockwise? Also, das ist clockwise. Oh, jetzt kommen wir nicht so. Du hast es herausgefordert. Du hast dich gar klar für so eine erste Historie. Ich möchte mich nicht nach vorne drängen.
Wir wissen halt nicht, wo dieser Tempel ist, müsst ihr wissen. Das andere wissen wir alles, bis auf diese Minen. Also ja, wenn Storia, Telamog, Mithros gucken, wo der Tempel ist und dann ein bisschen rasten bei Sorvintage und dann weiter nach Minos. Ob rechts oder links herum, mir ist es eigentlich gleich. Ich bin auch, also ich habe keine Prioritätenliste. Weil dann haben wir direkt auch als erstes zwei der großen drei. Ich nicke einfach nur dann. Ich habe in Mithros mal ein paar Jahre gewohnt, aber das hat auch noch weiter Zeit. So habe ich es nicht so eilig. Ja, dann würde ich halt zuerst nach Ithras sagen. Wohin jetzt? Dann können wir da das Horn holen, können da wegen der Mithril-Schmiede nachfragen, dann weiter zur Nekropole, haben dann, wenn wir da wegen der Mithril-Schmiede die Lösung gefunden haben, ja stimmt, den auch noch, können dann weiter zur Nekropole, da die Waffen des ersten Drachenreiters holen, die zwei Quests von uns machen und dann weiter gegen den Uhrzeigersinn nach unten zu Mithros und Mossi-Tempel. Klingt nach einem Plan. Das klingt dann nach dem Anführer, der uns prophezeit wurde. Dann geht doch. Proteus kommt dann noch an euch heran. Einen Moment, werte Herren und Damen. Wenn ihr nach Telamog gehen solltet, müsst ihr euch hüten. Von dem Versi gesprochen hat. Er lässt nur die durch, die den entsprechenden Wegzoll entrichten. Und dann holt er aus seinem Gewand eine kleine, unscheinbare Münze, die schon leicht angerostet zu sein scheint. Hier, nehmt das! Das ist eine Münze, auf der einen Seite ein Drache zu sehen ist und auf der anderen Seite ein Gesicht. Und du, Xivo, erkennst es als das Gesicht von Xander Huarath, dem Anführer der Drachenreiter. Ich würde die Münze an mich nehmen. Ziehst du dir gleich mal ins Inventar? Alter, war er schon weg. Okay, also wenn Sender auf der Münze ist und das immer noch der Wegzoll ist. Naja. Wer ist nochmal Sender? Ein alter Freund. Ah. Nicht Familie. Sehr vertrauenswürdig? Wenn nicht er wäre, dann. Na gut. Ja, du hast die Münze in deinem Geldbeutel. Money in my bank. Verliert sie nicht, der Wächter wird sonst zornig. Alles klar. Also dann zuerst nach Historia. Du viel sagst, Glück auf Chef. Euren Wegen. Hab Dank, doch. Alter Mann. Endlich mal einer, der weiß, wie er mich ansprechen muss. Ey, lass dir das nicht zu Kopf steigen. Tue ich nicht, das war ja schon immer meine Bestimmung. Wenn ich mir Xior nochmal für ein paar Minuten ausleihen darf, bevor ihr aufbrecht. Ein paar Minuten? Er scheint ja da nicht sehr ausdauernd zu sein. Meladios, Ruhe! Kronks wirft Versi vielsagende Blicke zu. So. Ja, Jungs und Mädels, wir gehen dann schon mal raus, oder? Helios geht vor mit so hochgezogenen Augenbrauen und dem soll ich mal dienen. Naja, der hat noch einiges vor sich. Ich zuck mir den Schultern und geh dann einfach raus. Ich hab mir das Gefühl, ich muss die Leute mal Furcht versetzen mit meinem Schrei. Mal gucken, wer den Safe Row schafft. Na los. Lieber mit wahrscheinlich alle. Bei eurem Lack wahrscheinlich keiner. Ja. Währenddessen möchte ich dann ein kleines Lied auf meiner Panflöte anstimmen, was ich damals auf der Insel gehört habe. Ja. Den Weg raus klopfe ich so mit ein bisschen fester so Kronks auf dem Rücken. Und du wolltest dir Tricks von mir holen lassen mit der Prophezeiung. Naja. Ey, wirklich, das ist ja unglaublich. Ich meine, ich wusste schon immer, dass ich verdammt talentiert bin. Aber eine Großmutter, die gleichzeitig was mit dem verdammten Gott der Stürme hatte?
Nicht schlecht. Ja. Man erfährt ja, immer Neues. Ihr habt euch bereits einige Male bewiesen im Kampf und nun sehen, wissen wir warum. Euch ist dann auch bewusst, dass Melanthios und Kronx verwandt sind? Hä? Ja? Darüber schon mal nachgedacht? Das war noch nie ein Problem. Kronx schaut so auf ihre Hufe. War doch nie ein Problem. Hufe. Ja, da gibt es ihn irgendwie. Vielleicht der gleiche Leberfleck? Wird geprüft. Was will wer sie denn von mir? Ja. Ach so, ja. So gut, einiges, ne? Ja, okay. Und das Ganze 30 Minuten lang. 20 Sekunden später. Ich bin nicht du. Tja, hättest du jetzt mal Action Search? war doch eine Short Rest, jetzt kann er wieder. Na klar. Kurz nachladen, kann weitergehen. Oh Mann. Ja, okay. Gut. Heißt das dann, dass er kann mehrmals oder er ist mal schneller? Ey Junge, der Fighter kriegt auf Stufe 20 4 Attacks, ne? Also, Kronks kann nur 4 Mal und dann ist schon Ende. Action Search. Nochmal Action Search. Also ist mein nur leise zu Kyra. Da hinten um die Ecke, ich glaube, das ist ein schöner Platz zum Baden. Und dann geht er einfach vor und legt dann... Hast du nicht gerade gebadet? Legt an ihr, ob sie was draus macht oder nicht. Er geht ums Eck und ja, zieht sich aus und geht baden. Sie hält ihre Füße ins Wasser. Dann gehe ich hinterher. Eine sehr gute Idee. Ich bekleide mich auch und springe daher. Ich guck mir die beiden an. Ach, Melanthios, ich hätte es wissen müssen. Okay, nach einer halben Stunde kommt dann auch irgendwann Xior erschöpft aus dem Tempel. Da steht er so am Rande, während die dabei so planscht, fühlt sich völlig fehl am Platz. man hört es leise vor mich hin, Murmel, und alle sagen immer, ich wäre das Tier. Der hat jetzt den Start auf der Griff bekommen. Kommt so ein bisschen. Ja, das kann ja was werden. Okay, wollen wir heute noch ein paar Stunden laufen? Dann können wir irgendwo am Fluss unser Lager aufschlagen. Klingt nach einem Plan. Warum nicht? Natürlich. Wie spät haben wir es denn hier eigentlich? 1 Uhr nachts ist es aber nicht, ey. Warte mal. Das wäre kritisch. Das war irgendwann 22 Uhr. Nee, auch nicht. So, 8 Uhr abends war's. Okay, ihr lauft dann noch 2 Stunden. Ist hier ungefähr hier. An einer größeren Lichtung am Fluss ankommt. Und seht schon aus der Ferne, als ihr auf diese Lichtung zugeht, dass dort eine riesige schwarze Hand aus dem Boden wächst. Sieht da einladend aus. Oh, die Hand eines Großvater. Oma? Ich möchte mich da etwas nähern. Papa? Sag mal, was haben wir? Warum haben wir so viele Leute, die so Familienkomplex haben? Ey, wir sollten eher in eine Klapse gehen, anstatt die Welt zu retten. Große schwarze Hand, Mama? In 90 Jahren sitzen wir alle so mit grauen Haaren so nebeneinander in Rollstühlen. Dann kommt da so ein Kindergartenbesuch vorbei. Also, und das war eins unserer Helden. Also, oh Mann! So gefallen. Der eine hängt so an einem Tropf, der andere wird gerade von einem Bediensteten die Windel gewechselt. Oh Mann! Ich bin dann wieder unter Versi. Oh nein. In der Muschel. Das sieht auf jeden Fall nach einem guten Rastplatz aus. In der Tat. Frische Losung. Die haben nicht, ne? Vielleicht sollten wir jagen gehen. Eine gute Idee. Wollt ihr das übernehmen? Moment, ich sag dir gleich, nachdem ich meine Stats gesehen habe. Bin ich dumm oder hattest du nicht gesagt, da kam eine große schwarze Hand aus dem Boden? Also ja, die steht wie so eine riesige Statue da, aber.
Ja, genau. Dann so, möchte ich halt aus Stein oder so? Oder woraus ist die? Auch gedacht, die ist plötzlich erschienen. Ja, nee, ich war so gerade gesagt, die Stadt ein guter Rastplatz. Ich denke so, kommt so eine ominöse große schwarze Hand aus dem Boden. Ja, das sieht doch nach Rastplatz aus. Nee, sorry, die stand da schon. Ja, okay. Aber trotzdem scheint Kyra ohne viel zu sagen, da ihr Lager aufschlagen zu wollen. Ansonsten hätte ich gedacht, okay, wir haben ein paar mehr, die scheinbar einen an der Klatsche haben. Naja, wenn sie das für richtig hält, macht Kongs damit. Ich zuck mit den Schultern, geh da hin und schlag Lager auf. Ey, und Feuerholz. Das ist eine Hand von Kentimane. Kentimane. Ja, Kentimane natürlich. Kenti was? Kentimane, den Hunderthändigen. Wie Hunderthände? Ist das auch ein Gott? Ein Titan. Ja. Ein uralt. Ach, Titan, Götter, ist doch alles das Gleiche. Nun, vielleicht, wenn ich in der Stimmung bin, erzähle ich ein paar Geschichten über sie. Aber das hat noch Zeit. Wo ist eigentlich Antigonos? Der ist jetzt wieder zu dir aufgeschlossen. Der hängt über dem Feuer. Ich glaube, es ist eher von der stillen Sorte. Mann, habt ihr was erfahren, kleines Kälbchen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie komisch klingt. Also scheinbar, meine Oma hatte irgendwas mit Cydon. Oh, das ist aber zutiefst bedauerlich. Ich verstehe es auch nicht ganz. Und naja, die Schwester von Cydon weiß nicht mehr, wie sie ist. Ich kenne mich nicht so gut mit Götternamen aus. Naja. Es ist besser, wenn ihr ihren Namen eh nicht ausspricht. Das ist schon gut so. Okay, sehr gut. Dann muss ich ihn mir nicht merken. Also die eine da, die hat dann meine Oma umbringen lassen. Und das hier, Kronks zieht das Amulett hervor. Das ist das Einzige, was ich von ihr noch habe. Haltet es gut bei euch. Es geht eine gewisse Macht von ihm aus. Ah, schöner Stein. Ich denke, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werdet ihr wissen, was damit zu tun ist. Oder es wird sich von alleine auflösen. Wenn du magst, kann ich auch die Knochen befragen. Was heißt die Knochen befragen? Na, mit dir hat man echt nichts beigebracht in deinem Dörfchen, hm? So haben das die Minotauren schon seit Jahrhunderten gemacht. Wir befragen die Knochen. Ich hab zwar nicht die Kraft, wie sie das Orakel hat, aber manchmal haben die Mäuren einen Schicksalswind, der die Knochen so dreht, wie sie uns entsprechen werden. Und daraus kann ich ein wenig die Zukunft ablesen. Oder so ähnlich. Na dann, alter Knacker, zeig mal, was du kannst. Ja. Interessant. Er holt dann einen kleinen Lederbeutel raus, den man so aufbinden kann. Da drin sind dann unterschiedlichste Knochenstücke, mal Zähne, mal irgendwie so ein Teil von einem Rückgrat, manche ganz kleine Schlüsselbeinchenknochen von Vögeln oder irgendwie sowas, die er dann alle in seine großen Pranken nimmt, einmal gut durchschüttelt und dann auf den ausgebreiteten Sack wieder fallen lässt. Lasst mal sehen. Das Tor in der Finsternis. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für diese kleine Lesung, aber es ist eines der schlechteren Omen. Na, das hört sich ja super an. Irgendwie wird auf indirektem Wege euch Leid geschehen. Und ich wünschte, ich hätte euch nicht gefragt. Naja, trotzdem danke. Es ist wie beim Glücksspiel. Versucht es jeden Tag einfach. Vielleicht kommt irgendwann was Gutes dabei rum. Ja, ja. Und irgendwann entsteht die Abhängigkeit. Wie bei Lotto. Immer kriegst du vielleicht die... Deswegen seid ihr so süchtig nach diesem Knochen. Ich verstehe. Naja, aber ihr redet und redet immer wieder von diesen Bräuchen der Minotauren. Ja, und? Was sind das überhaupt für Bräuche? Ich meine,
Mir in Ekton wurde beigebracht, wir sind ein Volk und wir als Volk haben keine Unterschiede, wir sind alle gleich. Ah, aber habt ihr schon mal ein Labyrinth ausgehoben? Jeder Minotaur sollte in seinem Leben ein Labyrinth ausgehoben haben. Ich musste Labyrinthe oft in Schreibarbeiten in der Schule machen, das war vielleicht nervig. Das zählt nicht. Oh, besser ist das. Ich kann Papieren nicht mehr sehen, ey. Du musst wissen, das ist unser großer Vorteil gegenüber Menschen oder Ziegenvolk. Wir können Labyrinthe erschaffen, uns aber auch in ihnen zurechtfinden. Hm. Wenn du mal eins sehen solltest, wirst du wissen, was ich meine. Es ist wie ein sechster Sinn, als könnte man durch Wände schauen. Der Herr der Stürme hat uns vielleicht eine große Bürde aufgelegt, aber irgendwo hat er uns auch was Gutes getan. Ich hoffe, es ist dasselbe wie bei deiner Großmutter, dass auch da irgendwas Gutes dabei rumkommt. Na gut, ich werde mal die Augen offen halten. Du das. Und wenn du mal eine Knochenlesung brauchst, komm einfach vorbei. Knochenlesung? Klar, wie wär's denn, wenn ihr mir das Schicksal legt, wie man zu dem Moostempel kommt? Ja, also mit Ortsangaben ist das immer so eine Sache. Nun, funktioniert das nicht so wie eine Wünschelrute? Du wirft ein bisschen die Knochen und sie zeigen eine Richtung? Nein, es entstehen Bilder. Es gibt einen vorgefertigten Standardsatz an Bildern, die dabei entstehen können. Und aus den Bildern kann ich entsprechende Vorhersagen treffen. Sie stehen für etwas und daraus muss man es in diesem Hintergrund interpretieren. Nun, also. Und das könnt ihr. Ja, natürlich. Ja, hast du ja gesehen, was Tolles hat er mir vorher gesagt. Also. Oh, euch allen, das gilt für euch alle. Genau genommen erzählt ihr uns einfach irgendetwas, was ihr meint zu sehen. Hey, nicht so respektlos. Also gut, junger Mann. Ja. Ich bin nicht so jung, wie ich aussehe. Knackerchen. Ja. Klatsch den Beutel vor dir auf den Boden. Also, mutig genug, nach dem Weg zu fragen, bei den Knochen. Natürlich. Schauen wir mal. Und abermals schüttelt er sie, wirft sie hoch und lässt sie auf den Lederbeutel fallen. Der schnelle Pfeil. Interessant. Du wirst schneller an dein Ziel gelangen, als dir lieb ist, Melanthios. Vielleicht bedarf es gar keiner wirklichen Suche. Nun, dann kümmere ich mich um. Ist der Tempel vielleicht hier? Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich würde mich aber wundern. Ich gehe zur Hand. Moment. Ragt ihr da nicht irgendwie eine Säule raus? Ungefähr so 10 Minuten zurück? Also wir sind dann vorbeigegangen in deinem Wald. Da war doch eine. Vielleicht ist das der Tempel. Eine Säule? Wenn wir so weitermachen, könnte auch der Stock da hinten der Tempel sein. Achso, alle, die sich die Hand näher angucken wollen, es ist wie eine riesige Hand oder Statue, die aus schwarzem Basalt zu sein scheint. Aber sie zeigt jetzt irgendwie keine Anregung, sich bewegen zu müssen. Kann ich es berühren? Kannst du es berühren? Geh weg schon mal. Es ist kalt. Gib mir ein Zeichen, Großvater. Keine Regung. Verdammt. Dann trete ich dann langsam wieder zurück. Ist es das erste Mal, dass ihr solche Hände seht? Nein. Ja. Beziehungsweise, ja. Wahrscheinlich schon. Interessant, die stehen eigentlich in der ganzen Welt. Er heißt ja nicht umsonst der Hundertarmige. Die stehen dort wie eine Art Mahnmal. Niemand weiß den genauen Zweck, aber wir vermuten, dass es wirklich eine Warnung an uns ist. Wenn wir Phileia etwas Böses tun, werden die Hände uns erschlagen. Denn es ist immer eine dieser Hände in der Nähe.
Aber genug mit den Horrorgeschichten, hä? Jemand wollte doch jagen gehen. Ich guck mich naja, so. So eine kleine Übung würde sicherlich. Das rappelt sich auch auf von der Autobahn. Ich könnte euch die Fährten lesen, aber jagen musstet ihr. Ich bin nicht so versiert im Umgang mit Pfeil und Bogen oder Speeren. Also, ich bin jetzt wieder eine Gemeinschaftsjagd. Nun, vielleicht wird's ja eine Treibjagd. Ein Pferd haben wir immerhin. Ey, ja, wer zur Jagd mitkommen will, der mache einen Survival-Wurf. Oh ja. Wenn mehr als die Hälfte der Gruppe über 12 kommt, ist es geschafft. Oh, oh. Was denkst du denn? Oh, warum nicht? Mein Jagen klingt lustig. Survival. Ich bin schon mal gut dabei. So sehe ich das gern. Sieht gut aus. Sieht gut aus, weil die natürliche 20. Oh. Kronen, das hättest du jetzt auch sein lassen können. Die 20 zählt für 2 Erfolge. Dann haben wir 3. 4 Erfolge gegen. Na, 6 Leute. 3 Losses. Ja. Ja. Also haben wir es geschafft. Passt. Ey, Kronks ist noch so durch diese ganzen Ansagen verunsichert. Jetzt findet einen großen Elch auf einer Lichtung, den ihr dann mit Magie oder Pfeilen vermutlich erlegt. Ach, aus allen Winkeln des Waldes. Ach, mein Schwert tut's auch. Einmal schön durch den schönen gezielten Wurf. Passt das schon. Auf jeden Fall ist das Wesen so groß, dass es auf jeden Fall für die ganze Gruppe reicht. Hier in den Herzlanden scheinen die Tiere irgendwie größer zu sein als auf dem Rest des Kontinents. Möge uns dieses Leben genug Kraft geben, unser Schicksal zu erfüllen. Dann bete ich langsam und dann zeige ich ein bisschen auf und nehme etwas von dem Fleisch, nachdem es gebraten wurde. Kronks winkt wieder dankend ab. Ach. Danke, ihr wisst ja. Ich füttere auch mein Wildschwein. Nidus greift beherzt zu und gönnt sich ein gutes Stück. Ich wollte noch einen Mensch mit dem zu füttern. Verfüttern. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Rations. Gibt's ja nie Wasser dann? Oder wird es ja ein Fluss abgegangen? Ihr seid am Süßwasserfluss, also den. Ja, gut, dann. Könnt quasi Unlimited Supply gerade. Oh ja. Also es fragt Antigonus nochmal so, werden wir mampfen. Ich glaube, das Glück ist mir heute hold. Würdest du bitte die Knochen auch mal zu mir befragen? Bin neugierig. Eigentlich soll man sein Schicksal nicht leicht auf die Schippe nehmen und so oft am Tag würfeln. Aber... Ich meine, wenn es nicht geht, dann ein andermal, wenn es zu viel ist. Naja, ist schon okay. Und abermals fallen die Knochen in einem sehr großen Muster. Es scheint auf jeden Fall größer zu sein als die beiden, die vorher geworfen wurden. Oh. Oh. Der dunkle Spiegel. Hm. Irgendetwas, mein guter Junge, ist das Gegenteil von dem, was du dachtest, dass es ist. Hm. Das kann gut sein, aber auch sehr, sehr schlecht. Ich habe über viele Sachen eine Meinung. Eine Idee, in welche Richtung das geht? Vielleicht ist Seidon ja ein guter Gott. Oder vielleicht auch nicht. Kaiba ist mein... das wäre eine ziemliche Überraschung. Also unter uns, ich bin ja ziemlich davon überzeugt, dass unsere liebe Kaira hier irgendwie die Göttin selbst ist, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Die Göttin? Ich wollte dich jetzt nicht nervös machen. Das ist nur so meine Theorie. Und die reist einfach mit euch. Aber sag's nicht so laut, sie wird's eh nur abstreiten. Meine Güte, mein Benehmen. Gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Vielleicht sollten wir ein Lied anstimmen, um sie gütig zu stimmen. Ach, mach dich locker, die ist ganz entspannt. Oh ja, warum nicht? Ich glaube, das wird lustig werden.
Wenn sie auch nur ein bisschen so strikt ist wie ihre Schwester, dann sind wir arm dran, meine Freunde. Ah. Ich glaube, sie versteht Humor. Besser arm dran statt arm ab. Für den Rest des Abends sitzt Antigonos in einer Ecke. Und starrt die ganze Zeit in Richtung Kyra. Oh nein. Was hast du gemacht, Orsus? Nein, der Arme. Wir haben einen Follower verloren. Orsus geht mal rüber zu Kyra und ja, sprich mit ihr vertraulich. So. Du, ich glaube, Antigone ist da drüben. Ich glaube, der ist sehr in dich verknallt. Der kann sich dich kaum noch angucken. Oh, der alte Zottelbär. Das ja, ist ja süß. Ja, also das ist mir nur aufgefallen und gerade, ja, es wird immer... Hey, Antigonos! Okay. Hallo, junge Dame, holde Maid! Er wirft sich regelrecht auf die Füße vor ihr. Was habe ich verdient, euer Antlitz zu erblicken? Ach, alles gut, ich wollte nur eine Geschichte hören über Minotauren und so. Weiß, für meine Sammlung. Ja. Also leg los. Und es ist sehr befremdlich dazu zu sehen. Ständig stockt Antigonos, hat einen trockenen Mund, reibt sich an seinem Hinterschädel. Sonst, wo er sehr gerne Geschichten erzählt, scheint er jetzt im äußersten Stress zu sein. Oh nein. Dann. Oh, so ist der Fuchs. Ach, ist es nicht so süß, die beiden zusammen zu sehen. Kyra beachtet auch keinerlei Privatsphäre oder Abstand, setzt sich quasi direkt neben ihn, ohne seinen persönlichen Raum zu beachten. Yep. Ich verdecke die Augen von Philippos. Also, man merkt wirklich, dass ihr ein kleiner Trickser seid. Naja, ein bisschen Spaß schadet ja nicht. Kommt auf die Art von Spaß an. Ist der gute Antigonos sehr verlegen? Weiß er jetzt gar nichts aus, oder? Na, der stammelt sich irgendwas Schlechtes zusammen. Wie er mal einen Gang ausgehoben hat in einem Labyrinth. Nun, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Er sieht dich auf jeden Fall dankend an, als du ihm zur Rettung kommst. Ja, Erinnerungen. Habt ihr eine Geschichte für uns? Nun ja, vielleicht kann diese Geschichte etwas Licht in die ganzen Fragen bringen. Es geht um die Schaffung Thyleas und den Ursprung der Hände. Oh, spannend. Danke, Antigonos, für diese wunderbaren Geschichten. Aber jetzt hören wir doch am besten Melanthios zu. Ja, Gebieterin. Und eigentlich wollte ich diese Geschichte noch gar nicht erzählen, aber da ich gesehen habe, dass mein guter Hufkumpane hier etwas in Schwierigkeiten geraten ist, nicht wahr, Kyra? Naja. Dann gucke ich in die Runde. Sind alle abgelenkt, dass ich vor mir hinbrabbeln kann? Oder? Helios starrt schon die ganze Zeit über einfach stumpf ins Feuer und ist gerade in seinen eigenen Gedanken. Dito. Nun ja, scheinen ja nicht viele zu interessieren, diese Geschichte. Oh, ich bin ganz ohr. Dann setze ich mich ans Feuer. Und, es gibt eine Geschichte. Er kommt auch. Und Kong leichte setzt sich, Schatten positioniert sich mal strategisch. Bilden sich in seinem Gesicht, als er dann einmal kurz seufzt und dann sagt: Nun, was soll ich denn am besten anfangen? Es ist schon eine Ewigkeit her, dass dieser Kontinent geschaffen wurde. Ja, so könnte ich anfangen. Thylea gehörte zu den alten Göttern. Sie war schon alt, als die Welt noch jung war. Sie war sanftmütig und großzügig und wurde in einer Zeit des Krieges und des Chaos unter ihresgleichen geboren. Da sie sich weigerte, in den Auseinandersetzungen Partei zu ergreifen, lebte sie ihr ganzes Leben im kontemplativen Schweigen und sprach nie ein einziges Wort.
Doch, obwohl sie schweigsam war, besaß sie eine mächtige Entschlossenheit, die die anderen Götter spürten und respektierten. Selbst Kentimane von den 100 Händen, der gewalttätigste und kriegerischste von allen, fühlte sich von ihrer stillen Stärke angezogen. Von allen Göttern konnte nur sie sein wütendes Temperament mit ihrem beruhigenden Geist besänftigen. Schließlich wurde Thylea des endlosen Streits und der Konflikte überdrüssig. Sie isolierte sich von den anderen Göttern und suchte an den äußersten Ränden des Ozeans Zuflucht. Kentimane, jetzt ihr Geliebter und Beschützer, folgte ihr und wandte sich von Krieg und Gewalt ab, um mit Thylea den Weg der Ruhe zu gehen. Alleine waren die beiden eine Zeit lang glücklich, doch Thylea spürte noch immer all den Schmerz und das Leid in der Welt, wie eine Million Pfeile, die ihre sanfte Seele durchbohrten. Mit der Zeit wich ihre Freude der Verzweiflung, bis sie es nicht mehr aushielt und sich im Wasser ertränkte. Doch ihr Tod war keine Kapitulation. Er war ein glorreiches Opfer. Thyleas Körper löste sich auf. Ihr Kopf und ihr Oberkörper schwammen zurück an die Oberfläche und wurden zu einer Kette von unberührten Inseln. Ihr Herz brach aus ihrer Brust und verwandelte sich in einen großen Baum, der sich aus dem Zentrum des Kontinents erhob, den sie erzeugt hatte. Ihre Gliedmaßen sanken auf den Meeresgrund, dehnten sich aus und verdrehten sich zu großen Wurzeln, die jede Insel miteinander verbanden und die fruchtbaren Pflanzen und sanften Tiere nährten, die an der Oberfläche der Inseln entstanden waren. Kentimanes Trauer über den Tod seiner Geliebten war untröstlich. Ohne Thylea, die seine Laune milderte, erlang er einmal mehr seinen heftigsten Trieben. Er schrie seine Wut zum Himmel und tobte in den Ozean um den Leichnam seiner Geliebten herum, entfesselte schreckliche Stürme und gewaltige Flutwellen, die die neugeborenen Inseln zu verschlingen drohten. Doch selbst nach ihrem Tod blieb ein Teil von Thyleas Geist in dem großen Herzbaum im Zentrum der Inseln. Sie streckte ihre Hand aus, schweigend wie immer, und berührte den Geist ihres verrückten Mannes, um seinen gequälten Geist mit einer sanften Liebkosung zu beruhigen. Als der hundertarmige Riese ihre Gegenwart spürte, verwandelte er seinen Kummer in ein neues Ziel. Mit einem feierlichen Gelübde verband er sich mit dem, was von seiner Geliebten übrig war, und wurde zum Mündel und Beschützer der Inseln, der in den Gewässern um ihre unberührten Küsten eine ewige Wache abhielt. Genährt von Thyleas großzügigem Geist und mit Kentimane, der die Übel der Außenwelt in Schach hielt, blühte das Leben im vergessenen Land zu einem perfekten, unberührten Paradies auf. Und endlich war die Göttin, die nie sprach, zufrieden. Ende. Hä? Klatschen. Bravo. Ich bin das Klatschen wieder aufgewacht. Das war wirklich sehr gut erzählt, Melanthios. Nun, wenn man viel erlebt hat. Im ersten Mal liegt auch irgendwie keine Ironie in Kairas Stimme. Danke für diese Geschichte. Kein Problem. Sie lag mir sowieso auf dem Herzen, als ich diese Hand erblickte.
Nun, wie dem auch sei. Ich brauche ein paar Minuten und gehe dann zum Waldrand. Schön, das zu sehen, dass Melanthius auch mit so berührender Ernsthaftigkeit überraschen kann. Ja. Ich meine, es geht irgendwo um seine Familie. Ne? Ja. Genau genommen ist Candy Mane sein Großvater. Moment. Genau. Also. Großvater, dann. Was zu Kongs? Also, jetzt. Nein, Moment. Also, jetzt mal doch. Wirklich. Diese Stammbäume sind doch einfach nur krank. Ja, er hier ist echt jeder mit jedem verwandt. Sidon ist doch der Sohn von Candy Mane, oder? Richtig. Und Sidon ist aber. War zusammen mit der Großmutter von Kronks. Oh genau. Gott! Nenn mich Onkel. Ich bin ein aus dritter Generation. Ach du Scheiße! Ich gehe zu Kronks hin und klopfe auf die Schulter. Mein Beileid. Moment. Perseides, wie hängst du jetzt damit da drin? Anderer Gott. Ah ja, stimmt. Ich glaube, der ist tatsächlich nicht mit euch verwandt. Oh. Ja, zumindest einer. Wie? Von der anderen Warum Seite. Ich? Kronks, irgendeiner muss geopfert werden. Was? Sag mal, Kaira. Das ist halt du. Kaira, wie ist denn das so mit Göttern und ihren Nachkommen und Inzucht. Vertraute Dinge in der Familie halten oder nicht? Sprichst du auf Python an oder was? Auf das ganze Durcheinander, was. Nicht Durcheinander, auf Verknüpfungen, die jetzt gerade so zutage kommen. Bitte ja, ich habe vielleicht auch 100 Hände? Bitte? Kronks zählt nochmal nach. Nee, zwei. Vielleicht wachsen ja noch mehr. Seid ein Ziegenschwanz? Ja, es ist echt erschreckend, wer eigentlich mit wem alles verwandt ist. Und gerade Pyfo hat, glaube ich, den halben Kontinent bevölkert. Also, pass auf, Perseides, mit wem du ins Bett steigst. Könnte deine Schwester sein. Halbschwester zumindest. Oh Mann, Thylea ist eigentlich das Saarland. Da kommt der Sprung. Oh Gott, denn. Geschichten aus Thylea. Na gut, ich glaube, also ich muss mir keine Sorgen machen. Irgendwie mit an einem Verwandten aneinander zu eng zu werden. Bis jetzt. Komme ja nicht von hier. Geht's dir gut, kleiner Mann? Ja, ich schwelge etwas in Erinnerung. Das Orakel hat prophezeit, dass meine Mutter irgendwo dort draußen ist. Aber was mit ihm passiert ist, das weiß nur Sidon. Dieser Mistkerl. Familie ist eine schwierige Angelegenheit. In der Tat. Mal kurze Frage, ne? Kennt die Mane ist der Großvater von Melanthios. Genau. Richtig. Das heißt, Sidon müsste eigentlich sein Onkel sein. Genau. Ah. Alter, Sidons Schwester ist seine Mutter. Oh ja. Er weiß, ob vielleicht nicht Sidon sein Vater ist. Eigentlich. Nein. Ja, ja. Meinst du, was ihm seine Schwester überreden kann, wissen wir ja schon. Glaub mir, Melanthios. Du wirst Sachen irgendwann lernen, von denen du dir wünschst, dass du sie niemals erfahren hättest. Stammt mal im Kreis. Bitte, ich habe meinen Namen gehört. Ach, nichts, alles gut. Mate, das heißt, wenn ich und wer sie heiraten würden, wäre ich der Schwägerten Antios. Ja? Nee. Kein Problem. Nee, warte, da wäre ich ja auch verschwägert mit Kronks. Alter, da wird ja aber schlimmer hier. Nun, es wird sogar noch schlimmer, wenn man meine Nachfahren mit einbezieht. Ich glaube, sämtliche Satyren
Auf Thylea stammen von mir ab. Und dann wird das kein Abenteuer mehr, sondern Family-Reise. Echt mal. Seid ihr nicht mit einigen Satyren letztens im Sour Vintage aufs Zimmer gegangen? Natürlich. Oh mein Gott. Kein Kommentar, kein Kommentar. Ich muss doch meine Nachfahren prüfen. Okay. Und hört man das also? Ich möchte mich hier, glaube ich, verabschieden für die Nacht. Dito. Na, was habt ihr denn? Ist doch nichts dabei. Komm, Philippus, komm. Oh, es ist versucht, das zusammenzukriegen und kratzelt im, also in der Erde rum. Es versucht so einen Stammbaum und. Nee, streichst durch. Nee, auch nicht. Okay. Ist völlig vertieft und vergisst die Zeit. Das sind einfach so mathematische Formeln. Nun ja. Ich werde mich dann mal zur Ruhe betten. Und mach mir wie so ein Vogelnest oben auf der Hand. Der König haut dir noch einmal auf die Schultern kräftig, dass du beinahe vorne überfällst. Denk immer dran, kleiner Mann. Kentimane hätte es nicht zugelassen, dass deine Mutter getötet wird. Ich bin mir sicher, er hält sie irgendwo fest in Sicherheit. Das kann ich nur hoffen. Und vielleicht kann ich ja mit der Hilfe meiner neuen Kameraden Sidon bezwingen. Und Helios, nehmen wir uns auch ein Zelt? Oh. Aha. Oh. Auf so. Gibt's heute Rodeo, so aus einem Tag kaum Kampfansage. Wie genau ist das gemeint? Das kannst du interpretieren. Er blickt erstmal auf und guckt sich so um die Zelte. Guckt hinter sich. Ich glaube, der Rest wird belegt sein. Alles klar. Hinter ihm sieht er Ausus aufschauen und er zeigt ihm nur einen Daumen hoch. Du schaffst jetzt das. So, und jetzt so, pack, mitzerren. Du. Siehst auf jeden Fall Melanti aus hier. Ich höre so ein Leis aus meinem Zelt, in meinem Zelt zum Kleinen. Nein! Ich steck so die Hand vorne, so wie, so wie nach dem Motto, wie man so eine Lady die Tür aufhält, zeigt so in die Richtung Zelt und mach auch schon einen Move in die Richtung. Ja, einfach so mit reingetreten. Dann hört ihr nur von hinten von der Hand: Ich wünsch fröhliches Rodeo! Jung müsste man noch mal sein. Oh. Dann lege ich mich hin. Es ist ja warm und Ausus bleibt dann einfach da, legt sich auf den Rücken, schaut die Sterne an und hält die erste Wache. Ja. Gut, dann könnt ihr euch alle mal eine Long Rest geben. Sehr schön. Und ich mache eine kurze Pinkelpause. Sehr gut. Long Rest, oh ja. Wo ich den Heiltrank nicht benutzt habe. Ja, wer nimmt denn auch den Heiltrank direkt? Kommst du nicht für jetzt unsere eigene Schlacht? Oh ja. Zieh das Action Search, Junge. Schlaf den Überholspur, kein Thema. Du hast, glaube ich, ein bisschen Glück, dass du noch nicht hochstufig genug bist, oder? Wenn ich da hier mir so den roten Schlafsack angucke. So, das ist Ey, aber jetzt mal ohne Witz, was zum Fick sind diese Stammbäume? Weiß ich auch nicht. What the fuck? Ich wette, wir sind alle verwandt. 100%. Ja, sind wir. Das ist alles. Alles cursed. Wenn ich noch nicht mit einem Verwandten bin, heirate ich halt rein. Ja. Wie ist das eigentlich? Sind diese Päuschen eigentlich mit in der Aufnahme? Nee, ne? Die kanntest du wahrscheinlich raus, ne? Bitte? Die Päuschen hier zwischendurch, kanntest du die eigentlich raus oder bleiben die quasi drin? Ja, wie gesagt, ich lade das dann immer so hoch und der gute Benny bearbeitet das dann am Ende nochmal, wie er das haben möchte. Mal. Ich weiß nur die Kamera. Ja, also. Mal eine Frage. Bei den Hit-Dice, warum wird denn da immer nur einer restored? Also ich kriegst immer nur einen Teil davon wieder. Du kriegst nicht alle wieder. Die Hälfte abgerundet kriegst du wieder von dem, was du insgesamt haben kannst. Ah, alles klar. Eine Frage übrigens, Wunde. Ich weiß, dass man, es gibt einen
einen Perk oder einen Type, oder so einen Fighter-Style-Type mit Shield-Kampf, aber kann ich nicht theoretisch trotzdem von Haus aus so einen Shield-Dash machen? Also quasi jemanden umrennen, Shield? Quasi, wenn ich wollen würde. Das könntest du als schaffen, Roleplayen oder so. Also jemanden schubsen. Ja, quasi, ja. Ja, du kannst einen Charge machen als Aktion. Genau, aber dann fallen die Gegner halt nicht um, ne? Du kannst ja ein bisschen wegschubsen in dem Sinne. Ich glaube, du kannst dir aussuchen, ob du ihn zu Boden bringst oder von dir wegstoßt, 10 Fuß. Okay. Das, gut. Ja. Von dem, was ich gehört habe, kann ich es bestätigen. Ah ja. Gut, alle da? Ja. Yep. Du, Kongs kriegt übrigens noch mit, wie ich so ein kleines, Ja, wie sag ich mal, so eine kleine Medaille von meinem, mit meinem Rang drauf, wieder in die Tasche stoppe. An dem ich die ganze Zeit rumgegrübelt habe. Werden auf jeden Fall noch ein paar Gespräche geführt. Vor oder nach dem Rodeo? Oder dabei. Dabei. Oh, guck mal hier, das ist viel interessanter. warte mal. Soll ich dir mal eine Medaillensammlung zeigen? Ihr habt erst eine spaßige und feuchtfröhliche Nacht, doch als sich eure Träume dann langsam verfestigen, sieht die Sache ganz anders aus. Oh nein. Oh Gott, überall. Götter können es einem aber auch nie lassen. Ich hab keine Wache aufgestellt, oder? Ja doch. Wachen waren aufgestellt. Aber diejenigen, die träumen, wälzen sich auf jeden Fall im Schlaf von links nach rechts. Euch steht leichter Schweiß auf der Stirn. Und in dem dunklen Traum, den ihr habt, hört ihr eine Frauenstimme aus der Dunkelheit um euch herum. Also, eure große Suche beginnt. Ihr macht euch auf den Weg, um Helden zu werden, was? Sterbliche sind ja so stolz. Ein Licht leuchtet dann in der Dunkelheit auf und beleuchtet eine traurige und erbärmliche Gestalt eines alten Mannes, der an einen Holzpfahl gefesselt ist. Seht ihn euch an. Er fällt in sich zusammen. Die Gelenke sind steif. Die Haut ist schlaff. Die Zähne sind weggefault. Das Leben tropft praktisch aus ihm heraus. Tiefschwarze Schatten fallen dann auf den alten Mann. Er zuckt und windet sich und gerät in Panik, als etwas näher kommt. Etwas, was ihr nicht genau erkennen könnt. Ja, sein trauriges, sterbliches Leben versickert. Aber ich frage mich, was mit seiner Seele geschehen wird. Der alte Mann wehrt sich gegen seine Fesseln und schreit in seinen Knebel, als ein Schlachtermesser auf ihn einsticht. Und ihr erwacht schweißgebadet aus dem Albtraum. Was war das? Alle erwachen mit einer Exhaustion. Und? Helios greift direkt panisch zu seinem zum Speer und schaut erstmal wild um sich. So, ich hab mich exhausted. Genau, dazu könnt ihr rechtsklick auf euren Token und dann dieses Männchen mit dem Sonnending um dich herum anklicken und dann das erste gelbe Auge. Kam mir die bekannt vor, die Person? An dem Pfahl, meinst du? Ja, die gesprochen hat. Und der an dem Pfahl. Gute Frage. Okay. Hast du auch das geträumt, was ich da geträumt habe? Ich schreib's dir im Secret Chat. Keine Ahnung. Alter Mann. Frau. Messer. Ja, ich habe mit Messern, so ein Schlachtermesser, nichts Gutes gehört. Plötzlich habe ich es echt. Ich habe mir ein Nest gebaut auf der Hand. Ja, erwacht dann alle irgendwann, Gott sei Dank, bei den ersten Sonnenstrahlen des nächsten Tages. Ich beruhige mich, indem ich Philippa streichle. Auch Philippus scheint da einen schlechten Traum gehabt zu haben. Dann beruhige ich ihn. Alles wird gut.
So im Hintergrund. Der böse Mann kann dir nichts. Ich komme dann schweißgebadet fast schon von der Hand wieder runter. Mach mich dann langsam auf. Zum Feuer. Ups. Loteria. Loteria. Dann spucke ich einfach nur aus. Richtig. Angewidert. Frage. Ist das die, der Name man nicht sagen sollte? Ja. Den Namen kann man nicht sagen. Sie ist eine mitleidenswerte Person. Wir können sie ja Luzi nennen. Ihr seht ja schrecklich aus. Haben euch die Tiere wachgehalten? Ja, haben sie. Loteria hieß es. Diese Schlange. Das. Also hier ist sie auf Erden gewandelt und hat euch verführt. Nein, sie ist uns im Traum erschienen, als sie einen alten Mann gefoltert hat. Verführt nicht, eher nur melodramatisch versucht uns zu erschrecken. Das ist besorgniserregend. Ziemlich schwach. Ich will unseren Willen brechen. Habt ihr vergessen, wenn ihr Wein trinkt, müsst ihr ungefähr das obere Drittel des Bechers für Loteria dem Boden opfern. Ihr müsst es wegschütten, sonst ist sie erzürnt. Das wird der Grund gewesen sein. Ich hab nichts getrunken. Ist das auch schlimm? Ich hab Wasser getrunken. Wenn du nichts trinkst, ist das in Ordnung. Es geht immer nur darum, wenn man Wein trinkt. Na gut, dann kann es das nicht sein, weil ich hatte auch einen Albtraum. Ich ebenfalls. Loteria kann mich mal. Dann trotzdem ich mal aus. Das letzte Mal, als wir Wein getrunken haben, waren in Taverne. Und das ist schon eine Weile her. So. Ich glaube, sie hat andere Sachen im Sinn. Das war eine ganz ruhige Nacht. Wobei, ich habe aus der einen Ecke, glaube ich, Kichern gehört. Ich weiß nicht, was da los war. Wow, sind die beiden aus einem Zelt gekommen? Und dann gucke ich so hin. Ja, wir haben eine passable Darbietung hingelegt. Die müssten eigentlich Exhaustion 2 haben, ne? Ich gucke Kongs an, zuck mit den Schultern. Keine Ahnung, was die haben. Das war ja ein bisschen eine gute Nacht dann, ne? Dann gehe ich nochmal hin jetzt zum Guten. Erst nach zusammen direkt Albträume bekommen davon. Zum guten Helios und bugger ihn so ein bisschen und sag: Gut gemeinter Tipp, halt sie an den Hörnern. Und dann geh ich weg. Ach, ihr immer und eure Verklemmtheit. Was, aber lief da jetzt was? Seid ihr ein Paar? Das war eine Übung. Übung. Oh. Nicht warm. Heli. Definitiv. Heli. Ich würde sagen, wir sind beide auf jeden Fall noch gut in Form. Also hat Helios seinen Speer ausprobiert. Oder hast du dann Heavy Spear ausprobiert? Oder hat Kongs ihren Speer ausprobiert? Oh no. Oh no. Er hat nicht nur ihren Speer ausprobiert, den Heavy Speer. Uno Reverse. Das behalten wir wohl besser mal im Auge. Also auch das mit den Träumen natürlich. Eigentlich sollte Loteria nicht hier so direkt eingreifen können in eure Verfassung. Es scheint wirklich, dass der Schwur von damals langsam bröckelt. Naja, machen wir uns besser schnell nach Historia auf. Es sind noch ungefähr anderthalb Tage bis dahin. Ja, wir sollten keinerlei Zeit verschwenden. Wunderbar. Gehen wir. Erst das Lager abbauen. Ja, gut. Ihr baut erst das Lager ab. So, warte mal. Nee, das wollen wir nicht.
sehr gelagert. Sag mal, hier kommt man doch. Ach, da. Genau, ihr könnt dann ungefähr... Ihr folgt auf jeden Fall dem Flusslauf, dem Arkelon-Fluss, wie er übrigens heißt, und bewegt euch dann hoch in Richtung Norden mit dem Gebirge immer an einer Seite. Und ihr merkt dann, als ihr in die Nähe immer weiter nach Astoria hineinkommt, dass die Vegetation irgendwie immer dürrer wird, als wäre hier lange kein Regen mehr gefallen. Und ihr entdeckt auch eine Stelle, die total verdorrt auszusehen scheint. Es war wohl irgendwann mal ein altes Gehöft, ein Bauernhof, aber es ist nicht mehr viel von dem Gebäude über. Die Felder selber liegen brach. Überall seht ihr nur noch totes gelbes Gras. Und das könnt ihr euch auch aus der Nähe ansehen, und zwar hier. Ja, geschehen. Essen in der Luft. Ihr bemerkt auch hier vorne eine große Statue von dem Kopf eines Mannes. Bärtig. Mal sehen. Erkennt irgendjemand einen Verwandten? Zwei Leute auf jeden Fall. Wer ist das? Das war wohl mal ein Abbild von Sidon. Eigentlich ist es noch ganz gut erkennbar, nur die obere Hälfte des Kopfes fehlt. Vor ihm ausgebreitet liegen aber allerdings einige Opfergaben. So eine Schüssel mit allerlei Gold- und Silberstücken. Hier seht ihr einen Beutel Getreide. Anscheinend frische Milch, die dorthin gebracht wurde. Und hier ein Köcher mit sehr gut aussehenden Pfeilen. Wie kann man diesem Tyrann nur irgendetwas opfern? Pfeilen war doch, dass wir uns das erste Mal getroffen haben. Was waren das noch gleich? Es ging was um besondere Pfeile. Oh, die schulde ich euch noch, sorry. Ich hatte euch Goldpfeile versprochen. Ja, einen Moment. Ja. Währenddessen gucke ich mal, wie viel Geld in dem Schälchen liegt vor Sidon oder Sidon. Da liegen bestimmt 20 Goldstücke drin. Aha. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, die ihm wegzunehmen. Nee, ich will ihn nicht wegnehmen. Ich schütte die einfach aus. Oh, dann spucke ich einfach auf seine Statue. Wir haben jetzt auch schon seine Schwester gegen uns. Den brauche ich nicht noch dazu. Wir sollten uns einen nach dem anderen vornehmen, nicht leicht alle gleichzeitig. Okay, könnt ihr eure Pfeile hier aus der Kiste holen? Alle. War bereits. Helios würde sich währenddessen mal die Pfeile da anschauen und mal gucken, ob die, ich sag mal, auch relativ neu, sag ich, da liegen oder ob die schon länger da liegen, vielleicht schon, keine Ahnung, ein bisschen bemoost sind oder was weiß ich. Also die liegen wahrscheinlich länger als einen Tag da, aber die sind wirklich sehr fein gearbeitet. Das ist sehr hochwertiges Holz und auch die Pfeilspitzen sehen aus, als würden sie aus einer Meisterschmiede kommen. Meisterlich, menschlich hergestellt oder... Könnte menschlich sein, ja. Das sieht man in der Bauart. Haben keine Runen drauf, dass es von Zwergen wäre oder so. Ja, ein guter 68er-Jahrgang. Gut, liegt gut in der Hand. Seidiger Flug, herber Abgang in der Brust des Feindes. Hat jemand von uns geübt im Umgang mit Bogen? Nein. Nee, Kommt drauf an, wie geübt du meinst. Ich habe einen Kurzbogen und ich habe ein Basistraining mal gehabt, ja. Ich meine, ungefähr 2 sehen intakt aus und ich meine, das als Opfergabe, weiß ja nicht. Ja, das ist doch viel zu schade. Wir wollten nicht einen Gott erzürnen ohne Grund. Wenigstens nicht so schnell. Naja. Sagst du, während Melanthios da drauf spuckt? Also ich meine, irgendwie ist es Sidon. Der mag schon Sidon. Er ist ja sowieso schon wütend auf, ich glaube, auf ziemlich alle. Also, er hat ein ernstes Aggressionsproblem. Oh ja.
sollten wir ihm auch die Höhle da unten empfehlen. Mit dem ganzen Nebel, da wird man sehr schnell ruhig. Vielleicht, ja. Ist da irgendein Wasser drin im Brunnen? Ne, der ist total ausgedörrt. Oh. Ist hier irgendwer oder irgendwas? Oder sieht die Straße so aus, als wäre sie kürzlich irgendwelche Pferde oder Fußabtritte hier in der Nähe? Gib mir mal einen Perception-Wurf. Oh nein. Hat jeder hier seinen Pfeil? Ne, da sind noch drei Pfeile drin. Immerhin. Er hat noch nicht, wer will noch Pfeil. Ich nehme einen zweiten zur Not. Ich nehme auch alle. Ich meine, sie sind golden. Ich will ja jetzt nicht asozial wirken, aber haben wir da nicht eigentlich Disadvantage drauf? Oh ja. Nehmen wir auch noch einen zweiten, wenn keiner. Stimmt, hast du Bei Stufe 1 schon, ja? Warte mal. Ja, achso, ist mir aber gerade nur aufgefallen. Ja, nee, hast du ja auch recht. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Super nervig. Mach einfach noch einen Wurf und dann nehmen wir das niedrigere. Aber der ist auch gut. Okay. 15 also. 15. Du bemerkst, als du dir die Straße so genauer anschaust, dass es hier hinter dir in diesem vergilbten Kornfeld leicht raschelt. Und dir ist so, als würdest du da kurz eine humanoide Gestalt erkennen. Leute, da vorne ist jemand. Und halten das Speer hoch und gehen in die Richtung. Mit Schilde hoch. Mach meine Axt bereit. Und ich sag, zeig dich! In die Phalanx einreihen. Im nächsten Moment kommt ein seltsames Wesen aus dem Kornfeld geschritten. So wie Orsos Körper scheint es leicht vom Sternenglitzer durchzogen. Und er selbst wirkt wie das Getreidefeld um ihn herum. Senkt den Speer. Halt, nicht schießen. Oh, was? Ich heb die Axt höher. Orsos tritt vor. Völlig verwundert, dass das da jemand Ähnliches sieht. Ich würde ihm zurufen, was tut ihr hier? Was wir hier tun, das kann ich euch und euren unverschämten Ziegenfreund fragen. Oh nein. Moment, hast du gesagt, wir? Natürlich wir. Wir sind die Felder. Wir sind die Wächter. Wir beobachten jeden eurer Schritte und manche eurer Taten haben uns nicht gefallen. Das hört sich aber nicht besonders nett an. Ich meine Privatsphäre und so. Ihr seid die Felder, ihr kommt also nicht von den Sternen. Ich halte mich bereit. Nein, das kommen wir in keinem Falle. Ihr seid also Speichellecker von Sidon. Verschmutze seinen Namen nicht. Er ist der Schmutz höchstpersönlich. Okay, im nächsten Moment siehst du, wie eine goldene Sense in die Hand des Nymphen fährt. Und das Feld vor sich wegsichelt. Gut, dann habt ihr euer Schicksal gewählt. Initiative. Sehr gut, mir wurde auch schon langweilig. Auch. Endlich Kampf. Das war richtig Bock. Wow. Tut mir leid, aber ich habe eine sehr starke Abneigung gegenüber Sido. Gute Zeit. Endlich mal wieder ein bisschen warm werden. Oha. Orsos hat richtig viel Lust. Der mag es wohl gar nicht, dass andere Leute auch glitzern wie er. Nee, er ist sehr enttäuscht. Hat er Hoffnung gehabt, jemanden Ähnliches gefunden zu haben? Weil er kennt ja sonst niemanden außer seiner Schwester und ihn. Und jetzt stellt er sich als Gegner raus. Also ist, naja. Ich will ein paar Leute von mir mit einer 20. Ist er Verwandte von euch? Ja, ich meine, er ist nicht im gleichen Fußball-Fanclub wie wir, also weg mit ihm. Nee, sie sagen, sie also sind für Sidon, behaupten, sie kommen nicht von Sternen, die haben mit mir überhaupt nichts gemein. Macht die Fackeln an, brennt ihre Felder nieder. Okay. Okay. Die da mehr darüber wissen wollen, können einen History-Wurf machen mit Disadvantage, denkt dran. Also das für Wesen sind. Ach, ganz ehrlich, negativ und negativ kann nur Plus ergeben, also probiere ich's. Ich hab mal verdeckt gewürfelt. History. Disadvantage. Und blind. Ne? Genau. Also blind.
Okay, oder? Melantios, ja. Du weißt, dass das Alceden sind. Scheint Erntegeister. Oder Erntenymphen, besser gesagt. Sind schon die Erntenymphen auf Seiten von Södern. Aber das, was du da an ihren Körpern siehst, dieses astrale Leuchten, scheint eine Einwirkung der Netersee zu sein, der Unterwelt. Nun, verdorben durch die Unterwelt. Nun, beeinflusst. Müssen wir euch wohl dorthin zurückschicken. Okay, Xio, deine Initiative brauche ich noch. Ich kann irgendwie keine Rollen. Also ist kein Counter. Oh, warte, ich roll dich dann einfach mal rein. Siehst du nun einen Encounter? Das ist seltsam. Sollten Gegner auf dem Board sein? Naja, du hast. Ja. Mach mal einen Reload am besten. Drei Stück. Also. Ja, ist nicht da. Drück am besten nochmal F5. Ja, würde sagen. F5, du kriegst Theorie. Okay, wir fangen aber schon mal an mit Orsos. Gut. Er guckt sie sich an und sagt, ihr seid eine Schande für Nymphen. Du, du und du. Euch wird nichts gelingen. Und er zaubert Bane. Okay. Sobald ich es finde. Jetzt. Oh oh. Well. <Wow. lacht> Herrlich. Na gut. Ach, Scheiße. Planänderung, zündet sie an! Helios, ich glaube, das ist eher was für normale Waffen. Zeig, was du kannst. Ja doch. Ich hab doch gesagt, zündet die Fackeln an, brennt ihre Felder nieder. Ja, auch ihr seid so verblendet, weil ihr so nah an der Sonne fliegt. Wir nutzen ihre Kraft und sind demütig. Und dafür ein bisschen zurück und ja, das war's. Okay. Helios, als ein Gefallen, kannst du machen, dass das Vieh seine Fresse hält? Welches von diesen Vieh? Der Alceid ruft auch eine goldene Sense hervor. Wer von diesen wunderschönen Wesen hat denn gerade diesen Spruch gelassen? Welche von den Vielen? Das war der Linke, den ihr zuerst gesehen habt. Mhm. Sehr schön, alles klar. Neben dir, Percedes, ach nee, warte, nicht neben Percedes, neben Orsus, der hier sich angelegt hat. Okay. Auf dich fällt eine goldene Sichel hernieder. Schließ. Wie unhöflich. Die einmal quer über deinen Körper schrammt. Was? Nun. Und der Alceid selber kommt hervor zu Percedes. Das greift ihn noch mit einem güldenen, mit einer güldenen Berührung. Nein. Achso, warte mal, ich soll es vielleicht public machen. Ja. Ja, das wäre nett. Dich fährt Radiant Energy. Okay, Helios. Yes. Los. Ich zöger gar nicht lange und geben ihm mal guten Morgen sagen. Jetzt sehe ich was. Okay. So, und dann wollen wir das schon mal zuschlagen. Oha, und natürlich nicht mit dem Schuss. Triffst ihn aber. Immerhin. Über seinen makellosen Körper ist nun eine klaffende Wunde. Solltest du dir über Otter demnächst genauer überlegen, was du von dir gibst, Kreatur? Sonst noch was? Nein, für die Runde nicht. See you. Ich bin dran, geil. Ja. Warte. Okay. Was hatten wir jetzt hier mit Feuer? War Feuer gut, war Feuer nicht gut? Keine Ahnung. Ich hab nicht herausgefunden, ob das gut ist. Ich glaube, mit Feuer musst du vorsichtig sein in Feldern, die ziemlich trocken sind.
Ja, wir probieren es. Feuer könnte gut sein. Vielleicht sind sie aus Getreide gemacht. Getreide-Elementare. Geht dahin. Also auf. Geht hin. Nicht, dass ich das Feld in Brand setze, wo Helios drin ist. Die Gerstenkörner um ihn herum fangen auf jeden Fall Feuer und auch einen Teil seines Körpers. Ja. Geil. Verblendete. Melantia. Nicht verblendet, sondern angezündet und geopfert. Und dann benutze ich meine Flamme. Alter, dann haben wir auch den Priester hier. Produce Flame. Zack. Ja. Brenne! Ketzergeist! Dann bin ich durch. Okay, wen haben wir denn da? Der als Zed, der schickt erstmal seine spirituelle Waffe auf den Hals, Helios. Oha, okay. Eieiei. Die sogar sehr gut trifft. Uiuiuiui. Es ist Erntesaison. Und dann berührt er dich auch mit seinen Händen. Oh, oh Scheiße. Gleißende Energie fährt in dich ein. Oh. Oder auch nicht. Easy. Gronks. Ey, du, Heufi. Lass mal meinen Kumpel in Ruhe. Man läuft in die Sense rein. Schwer. Ein mächtiger Ansturm. Oh! Blut benetzt die Erde unter ihm und das Feld. Guter Dünger. Ja, ganz ehrlich, hätte halt nicht so beleidigen sollen. Action Search. Ah, ich will das Vieh tot sehen. Los. Action Search hat nun eine Animation. Oh ja. Yeah. Oh, holy Gott. Shit. Oh, ja, du zerteilst ihn. Kroxius, alles gut. Deinem Elan. Ein mächtiger alles, Angriff. Alles best. Es ist Erntezeit. Oh, jetzt. Die güldene Waffe zerplatzt in deinem Felde, als der Körper des Erntegeistes sich mit dem Wind auflöst. Perseus. War ein Fehler, zu mir zu kommen. Boah. Ach Gott. Dann war es nicht, dann muss anfangen. Dann geht er ab. Jetzt wird der nächste eingeäschert. Ein Zaun mit Aggressionsproblem. Weggeschlitzt. Ach Gott. Lebe, Erdegeist, lebe. Bam. Alter. Da kommt das Fallbeil wieder. Offen, Mann. Jo, richtig weggemäht. Auch oh, der wird in der Mitte zerteilt. Und auch hier platzt die Waffe neben Orsus weg, die ihn bedroht hat. So ist recht. Freunde! Nein! Oh, das doch. Hast du nicht gewagt. Die Axt teilt ihn wie eine Vogelscheuche. Hier, der Alcet da hinten. Tja, kann nicht mehr Cure Wounds wirklich auf jemanden machen? Ja, komm, kannst gleich aufgeben. Gut. Zaubert deswegen Schlaf. Euch werden Nein. Gerstenkörner in die Augen geblasen. Hey. In dem Bereich hier ungefähr. Warte, ich habe ja ein Template. Moment, das können wir mal kurz nachgucken, ob ich das überhaupt kann. Ich kann nur über deinen Schlafzauber gehen, ne? Ja, gute Nacht. Okay. Ne, schauen wir erstmal. Der mit dem wenigsten Leben, das ist in dem Fall Orsus. Für den brauche ich noch 8 von meinen 26. Der fällt um und schläft. So, ist unconscious. Noch 18. Dann haben wir noch 18. Wen haben wir dann als nächstes? Dann kommt Perseus. Wie viel brauche ich für dich? Genau 18. Okay, du fällst auch um und schläfst. Nach getaner Arbeit kannst du es dir gönnen. Und der Rest ist nur nicht betroffen. Und dann zaubert er noch mit seiner Bonus-Action seine Waffe hernieder. Ist das ein, ein zweiter Zauber? Was ist das? Ist das ein zweiter Zauber? Das nee, das Schlaf ist in its Spellcasting. Ah, okay. Na, dann
Achso, warte, das ist ja hier gar nicht der Template. Einen Moment. Ich werde benommen gemacht. Was ist das für eine Göttermagie? Der hat jetzt mal ihren goldenen Streitflegel. Ich habe gerade keine Sense zur Hand. Ne, warte, der hat den neben Persedes gezaubert, damit er den im Schlaf knüppeln kann. Eieiei, wieder gebonkt. Abonk. Klonk. Dong. Achso. Warte mal, mein Demut hier. Warte. Ich mach den Zauber nochmal auf die. Ich habe natürlich dummerweise die Waffen gelöscht, die das Makro drin hatten. Ja, bisher gefällt mir mein Damage sehr gut. Es kann gern so weitergehen. So. Oh, aua. Wieder im Schlaf also, gebonkt. Oh. Geht doch nichts, aber ich. Jetzt kommt was, okay. Ich muss mein Schwein ist ausgeflippt. Okay, du wirst unsanft auf den Schlaf gerüttelt, als ein Streitkolben auf deinen Kopf kracht. Naja, gut. War jetzt nicht das, was er sich erhofft hat, der Alzheimer. Okay, dann Orsus, der schläft. Aber ich glaube, du kannst einen Wurf machen. Warte mal. Ich glaube nicht. Aber ich nehme, nee, tatsächlich, ja. Jemand muss dich aufwecken oder du wirst geklatscht. Okay. Dann Helios. Yes. Ich vergesse den Burn ein bisschen da, ne? Ja, ich gehe erstmal nur bis hier. Und nehme eine meiner Handäxte und schmeiß nach hinten. Ja, nee. Schade. Bleibt im Feld stecken oder so. Mach ich noch was? Nein, ich bleib da stehen. Okay. Und dann Xio. Oh, der letzte Alcede, der spielt aber Katz und Maus mit euch. Auch der Firebolt verfehlt. Sonst noch was, Xio? Nee. Okay, Melantios. Hm. Riecht nach Opferfest. Hm. Nun, ich. Wenn ich ihn versuche aufzuwecken, ist eine Aktion. Ah ja, ich glaube schon. Und dann gehe ich da hin und ich gebe ihm eine Ohrfeige. Steh auf, Orsus! Ich habe gerade so schön geträumt, musste das sein. Ach so, Kampf. Ja, dort hinten ist noch eins von diesen Erntegeistern. Immer noch? Habt ihr denn immer noch nicht? Na gut. Dann bin ich durch. Okay, Kronks. Mach mal Platz, Stubentiger. Brennst. Ja, Schlitz. Na. Oh. Der tänzelt euch aus, ey. Ihr Narren. Persedes. Verdammter Strohsack, wie bei der Rekrutierung. Jetzt ist eine kurze Frage. Ich war ja bewusst so, wo ich echt viel aufsteht, heißt das, ne? Ja, genau. Hälfte Movement, ja. Problem, ich hier, schade. Aber dann werfe ich meine Javelin wieder auf ihn drauf. Das ist doch, was du mich aufgeweckt hast. Na ne, ihr solltet euch wieder schlafen legen. Ich hätte eh nicht gezählt, weil ich eh nicht richtig gewürfelt, aber ich hätte eh nicht. Okay. Schon gut. Sonst noch ich was? Ich konnte ihn nicht direkt wegmachen. Okay. Die Waffe fliegt dir hinterher und greift dich wieder an. Klönk. Da ist er. Macht einen Angriff. Trifft dich. Autsch. Ach, du hast deinen Rage nicht mehr durch den Schlaf. Ja. Das ist natürlich bitter, ne? Na, und jetzt hat er eh nichts gebracht gegen Force. Fährt voll genau. Auf deinen Pferderücken nieder. Ja. Autsch. Das ist keine Selbstständige, wenn das Selbstständige ist. Ich wollte wieder Lasagne, ja, Reaction, aber so bringt mir dann meine Reaction. Bringen wir es zu Ende mit dir, Biest der Steppe.
Ach, Chef. Oh Gott, ey. Oh. Wollte ich doch nur. Er will dich gerade aus deinem Leben hauchen, als ein kleines Schwein auf die Bühne tritt und ihn für einen kurzen Moment ablenkt mit einem so süßen Quieken, dass selbst der Alcate nicht seine Augen davon nehmen kann. Oh, wirklich bezaubernd. Moment! Okay, und du droppst auf einen Hitpoint. Gut. Orsus. Oh, es kommt. Ah, Schweinchen. Also es ist toll, dass du ihm geholfen hast. Dann kann ich mich ja auf... Du sollst nicht abgelenkt sein da hinten. Dieses Möchtegern-Nymph-Ding da konzentrieren. Und er zaubert... Moment. Markieren. Nimmt seine Flöte raus und bläst man da kräftig rein. Ein schriller Ton. Meine Ohren, was für schlechte Kunst. Richtig laut. Ach, das ist eine Beleidigung. Und er muss als abbauen als Reaktion. Okay. Oh, Gelegenheitsangriffe. Dann kriegt er auch Gelegenheitsangriffe ab. Okay, ich glaube, der überlebt die nicht, aber dann könnte er drauf. Rückgestochen. Drauf. Oh je. Yeah. Ja. Da wird die Axt hinterhergeworfen in den Rücken. Okay. Und er wird eins mit den Samen und dem Getreide. Ich darf auch nochmal, wenn er möchte. Alle nochmal drauf. Er ist zwar tot, aber. Klar. Richtig schöner Mobbingkreis. Okay. Diese verblendeten Nymphen. Unnützes Blutvergießen. Ziemliche Arschgeigen. Oh ja, dann leg ich Level up. Oh! Sagt zu Helios sagt zu uns noch so, genauso wie wir es letzte Nacht geübt haben. So passt ja, ja. Das. Einfach Äste drauf. Jetzt geht ins Feld und holt sich die hergeworfene Handaxt auf jeden Fall zurück. Oh ja. Dürfen wir schon Level uppen oder? Ja, ihr dürft jetzt. Okay, geil. Okay, wie war das jetzt? Einfach den Pfeil oben rechts. Folge dem Pfeil, der leuchtet. Jetzt sollen wir rollen, ne? Ja. Genau. Jetzt wieder. Oh. Oh ja. Oh no. Max HP. Ah ja. Oh. Ich will irgendwie nicht rollen. Angst. Oh no. Oh. Die ganzen Frontline-Kämpfer. Ich bin jetzt der Tegel. Oh, Manöver. Oh Gott. Ich hab ne 1. Also Perseus, ich schick dich auch sofort immer vorne. Ja, ich zwei ist auch nicht so viel besser. Ich hab nur gerade getankt. Leider wäre ich jedes Mal getroffen. Ich fühle mich so stark. Ich sollte sagen, bis halt jedes Mal zu bohren. In den Nahkampf gehen. Fucking Battle-Druide, Alter. Sie nimmt eine 1. Ab kann ich jetzt. Oh ja, das ist richtig gut. Dings muss kommen, meine Unterklasse. Wer hat eine 1 gewürfelt? Zwei Leute hier. Boah, so ist ein Xiva. Ich hab 4 HP hinzubekommen. Auch wenn du nur eine 1 gewürfelt hast. Achso, du hast plus 3. Dann geht's ja. Ja, ich hab plus 3, weil ich so bitter, eigentlich eine Tanky-Katze sein wollte. Ja. Ich hab leider nur ein plus 1. Also. Ist das automatisch dann Benni? Oder müssen wir jetzt einfach dran denken für das Zusatzding mit dem Kit? Das sollte bei dir automatisch sein. Ich kann gleich nochmal gucken, ob das richtige Talent drin ist. Ich gehe gerade alle durch. Okay. So, erstmal Xior, der hatte sich Dragon Breath gewünscht. Soll er bekommen? Genau, Alter. Dann könnten wir mal eine Frage zum Thema den Manövern. Wie proc ich die denn? Mache ich das mit bei Features? Ah ja, okay, da. Ja, die sind halt noch nicht funktionell. Die müsste ich dir noch einrichten. Dass die auch wirklich was machen können. Hier ist gar nicht drin. Eben, ich habe ja sogar auch Fear Superiority dein, ne? Das ich gerade nicht hier geöffnet habe. Battlemaster Combat Superiority. So, warte mal. Xio haben wir abgehandelt, genau. Den schieben wir mal hier auf die Seite. Dann Helios. Vier Stück habe ich von Student of War. Ich finde nämlich nichts in der Richtung. Oder vielleicht sehe ich es auch einfach nicht. Was ist jetzt dieses... ach so, ja. Eine Frage noch an DM. Kann ich mir die Artisan-Tools,
die ich ja durch mein Level abkriege, kann ich mir die auch später aussuchen. Ja. Damit es halt Roleplay-technisch mehr Sinn ergibt, weil ich quasi einfach schon machen, oh ja, ich wollte schon immer ein Schmied werden. Und plötzlich hast du kann ich das auf einmal. So, wo habe ich denn jetzt auf einmal diesen Schmiedehammer her? Egal, let's go. Holt so einen Amboss raus. Ah, ich weiß, wo das Problem liegt, Helios, weil bei dir ist irgendwie der Hoplite-Soldier als Archetyp drin. Und das lösche ich mal raus. Du bist ja jetzt Champion, ne? Ja, genau. Weißt du gerade, wie das Feed aus dem Kopf heißt? Dann kann ich es schnell suchen. Aber da ist er doch. Also ich leider nicht. Schau ich mal eben. Und wir haben noch einen Champion. Ja, sicher. Sehr gut. Der Kritter. Habt ihr jetzt einen Champion, der Feuer freien kann? Hat sich bei mir erledigt, ich hab's doch, ist doch schon drin gewesen, hab's noch nicht gesehen. Okay. Ich kann jetzt Leute richtig böse hauen. Ich habe auch jetzt überlegt, das andere zu nehmen, also Battlemaster. Okay, es heißt richtig einfallsreich Improved Critical. Well. Naja, das, was es macht. Aber ich dachte mir, so selten wie ich treffe, höre ich die Chance, dass wenn ich mal treffe, wenn ich es kann. Okay, das haben wir drin. So, Kronks-Dinger richte ich ein andermal ein, weil ich noch nicht wusste, welche du nimmst. Von den Manöver an Distracting Strike, Precision, Riposte und Score. Genau, das Einzige, was davon wahrscheinlich komplexer ist, ist dieses Distracting Strike. Mhm. Das schaue ich da nochmal rein. Nee, aber gut, falls wir jetzt nochmal einen Counter haben, dann wissen wir, wie es ist. Ich habe ja jedenfalls 4 von den Würfeln. Die kann ich mir ja mal als Klassenressource eintragen. Ja, genau. Kurze Frage. Ist das Getreide hier schon reif? Könnte man das ernten? Nee, das ist auch eigentlich kein Getreide, das ist eher so gelbes Gras. Verdorrtes Gras. Okay. Nur die Typen sahen aus wie Getreidegeister. Okay. Was wolltest du für Zauber, Melandios? Ich nehme... Ich habe halt gerade alles reingeballert hier. Aber ich nehme das für natürlich nur Healing Spirit. Okay, dann ziehe ich dir mal meinen Vorbereiteten rein. Da steht mal hier weg. Und ansonsten. Du müsstest auch jetzt bei den Actors bei. Magical Templates einen Healing Spirit sehen, der quasi als Attacke die Heilung drin hat. Ah, okay, den packe ich einfach quasi dann als... Den kannst du dann hier so ausziehen wie da. Rückfrage zu den Pfeilen. Ist das quasi ein Set-Pfeil oder ist das einzigartig, ein Pfeil quasi? Das sind in D&D-Terms plus 1 Pfeile. Ich kann den nicht rausziehen. Ja, den muss ich dir dann halt immer rausziehen. Okay, ja, ist aber gut. Und die Waffe steckt da immer noch rum. Die ist natürlich auch zerplatzt. Was war der andere Zauber? Barkskin. Nee. Barkskin bringt ja nix. So, Perseides hat sein Feature. Aber das sind dann auch ein einzelner Pfeil. Quasi kein Set, ne? Muss er jetzt bei mir machen? Ich würde nehmen. Das sind 10 Pfeile plus 1. Okay. Mir fällt gerade ein, Benny, ne? Gut, dass ich meine eigenen Passives kenne, ne? Weil ich gucke in letzter Zeit mal ein bisschen durch meine Passives. Mir ist aufgefallen, dass ich durch God the Ancestor ja eigentlich einmal Bless und einmal Cure Wounds for free casten kann. Du hast doch sogar Cure Wounds schon verwendet. Ja, aber ich habe mir jedes Mal einen Spellslot abgezogen. Ich kann die beide jeweils einmal casten pro Long Rest, ohne mir einen Spellslot abzuziehen. Aber das ist ja nett, dass dir das jetzt auffällt. Ja, du, ne? Was könnte ich gebrauchen, Mann? Nee, für dich schon nicht. So, der arme Perseides. Ja, aber nicht Perseides. Moment, das haben wir gleich. Okay, bei Perseides muss ich nichts einstellen, ne? Der ist einfach nur. Ja. Okay. So, Orsas hat mir die Zauber geschrieben. Finde ich eigentlich nochmal das Ding beschrieben bezüglich der Divine Domain? Was so, wann das nächste Level? Ich glaube, du kriegst nur die beiden, oder? Achso, du meinst. Da war doch. Nee, leveltechnisch war ja noch irgendwas. Ah, das steht bei. Ich glaube, Demigod. Nee, doch nicht. Aber ansonsten im Discord-Channel bei Ressourcen sind auch nochmal die Rassen und Klassen. Ich stopf dir 10 Goodberries in den Hals. Perseides. Mit persönlichem Flavor.
mit der Hand mit. Oh ja. Nehmen Sie. Ich hoffe, es mutet. Wie oft darfst du das Fairy Fire benutzen, Orsus? Einmal pro Tag? Ich glaube einmal. Schau nochmal schnell. Melanchios, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, daraus mal einen Kuchen zu machen oder so? Ein Kuchen aus magischen Beeren, aber dann würde doch die Wirkung verfliegen, wenn man sie kochen würde, oder nicht? Naja, oder der Kuchen würde magisch werden. Einmal pro kurze Rast. Okay. Magischen Kuchen. Kurze oder lange her. Na, nur so eine Idee. So. Kochen? Ja, ich bin leider nicht so bewandert in dem Kunst der, in der Kunst der kulinarischen Künste. Mir wurde beigebracht, Leuten die Fresse einzuhauen und... Ah. Ja, also nicht wirklich. Ich hätte nichts anderes erwartet, schade. Genau, alles andere passt bei dir, Orsus, den anderen Zauber auf die Augen gezogen. Auch das Entrallen Beauty, ich weiß nicht, ob das richtig eingestellt war. Das ist auch pro kurze Last. Hatte ich aber schon. Ja. Ach, das ist ein Feature, oder? Ja, okay. Das ist von Nymphe. Ja. Warte mal, wann kommt denn... Okay, Third Level gab's ja gar nicht. Genau, das war das Charm Person quasi, ja. Ja. Genau. Gut, sonst noch jemand Fragen? Kronks habe ich mir aufgeschrieben. Mit Level 6 krieg ich erstmal ein neues. Genau, Feature. Der Rest ist ja an sich, sind ja eigentlich nur Buffs, beziehungsweise eine Reaktion. Von deinen Battlemaster-Dingern meinst du jetzt? Ja. Ah, okay. Also das eine und das andere ist die Reaktion, ja, und Distracting Strike, ja. Vielleicht, da hätte ich, wenn ich einen Wunsch äußern darf, da hätte ich gern die Sternchen, die aus World of Warcraft. Für das Bild meinst du? Ja, na klar, das ist so ein schöner Stun-Effekt. Ja. Haben wir doch auf Lager. Das ist wundervoll. Ein geiles Bild bei Godly Ancestor, oder Ancestor, was er gesagt. Schon, ist das. Ich hab dich im Rack geklaut. Sorry, Mem. Oh no. Geld, Gold, sag ich. Paterne. Ameno. Ameno. Live, Cure Wounds und Euer Lebensgott. Philippus springt dann wieder in deine Tasche rein. Ich fütter ihn vielleicht auch mit der. Nymphenfleisch. Die haben sich, wie gesagt, aufgelöst. Tut mir leid. Denkt an eure Pfeile. Wenn ihr die nicht mitnehmt, dann nehmt die mit. Die sind von mir. Ich nehme sie jetzt noch mit. Kann ich mal neu reinmachen? Ich kann es nicht looten. Zu spät, ich habe jetzt gerade schon rausgenommen. Die letzten. Ich wollte gerade sagen, er hat die gerade gelootet. Dann gebe ich dir eins. Denn Zauber Sleep zeigt es bei mir noch nicht an. Ja, wir haben die Götter verärgert. Wir können die Pfeile nehmen. Wo ist es? Da. Moment. Nimmst du ruhig. Dann gucke ich auf das auf dem Boden verteilte Geld. Da sind 20 Gold auf dem Boden. Wer die mitnehmen möchte, bitte. Stimmt, denn. Und ich würde mir die Pfeile da krallen, die da am Boden liegen. Übrigens. Oh, okay. Das Milch, ne? Oh, ja. Lange keine Milch mehr gehabt. Und dann geht so mein Blick so ein bisschen in Richtung Kronks und dann ächze ich das, wenn ich sie angucke. Zack, knallen muss es. Frische Milch muss hier sich ein bisschen mehr anstrengen. Helios kriegt 10 plus 1 Pfeile. Gold könnt ihr aufteilen, wie ihr wollt. Das sind 20 mal, Goldstücke und 10 Silberstücke. Nochmal plus 1 Pfeile, oh, sehr schön. 20 Goldstücke und 10 Silber. 20 durch 6. Nee, ich will das nicht. Ich will das nicht. 4. Durch 5 geht's auch besser. Okay. Weltlichen Laster sind nichts für mich. 20 GP plus 10. Du gönnst dir die Milch, oder? Ich gönn mir die richtig. Und zwar auf X, während ich Kronks angucke. Ich weiß nicht, wie lange hier steht, aber du trinkst hier einfach. Weiße Milch rinnt durch deinen Ziegenbart, als du sie wie ein Tier runterschluckst.
Kronks rückt demonstrativ zur Seite. Oh, komm. Gerne in meine Nähe, in meine Arme. Nun, wer nicht will, der hat schon. Und dann gucke ich mir das, was daneben ist, an. Was ist das denn? Das ist ein Sack Getreide. Ich will nur mal ins Haus, weil die dann untersuchen. Das den nehme ich mir mit, den Sack Getreide. Okay, den habe ich jetzt als Item nicht vorbereitet. Daraus mache ich mir Popcorn. Schreiben wir uns das Antrag. Keine Frage. Gibt es da was zum Draufklicken fürs Gold? Gibt's nicht. Ne, okay. Müsst ihr euch so reinschreiben. Okay. Na, dann teilen wir mal das Gold auf, no? Eine Frage zur Kondition der Statue. Wie alt 20 Gold soll das heißen, Entschuldigung. Nochmal, was? Wie alt und zerbrechlich ist die Statue genau? Die steht da schon einige Jahrhunderte vermutlich. Ich frage, wie leicht wäre sie umzubringen? Die kann man bestimmt vollkommen kaputt machen, ja. Okay, ein Zwerg könnte euch mehr sagen. Okay, wenn man es durch 4 teilt. Um 5 raus. Yes, und Silber 2,5. Wir sind 5. Ne? Warum teilt das durch 4? Also 2 Silber, 5 Kupfer, ne? Na, hier, Melanthios wollte ja nix und Xio wollte nix. Xio wollte auch nichts. Hast du doch gesagt, oder? Oder habe ich mich verirrt? Melanthios hat gesagt, er will nix. Was Xio gesagt hat, weiß ich nicht. Hab ich auch nicht begrüßt, ich wollte. Ich soll auch nichts sagen. Benni? Milch weg, ja. Ich will nix. Okay. Na gut. Ach, Danny. Ich hab Benni verstanden. Wie machen wir es dann in 2,5? Kann man das in Kupfer direkt wechseln, oder? Nein. Ja, können wir. Wirklich? Können wir. Ja, okay. Wundervoll. Mal jetzt hier kein Kleinvieh, Komma, Sachen. Ja, und dann noch mal 5 dazu. Naja. Den Sack Getreide steckst du dir auch rein, ne? Machst du so wie damals, musst du dir die Pennies vierteln. So. Ja, ja, ich meine, wenn die hier schon irgendwelche Opfergaben machen, dann ist... Sack Getreide. Oh ja. Ich möchte immer das Haus untersuchen. Und dann gehe ich zu Kira so ein bisschen. Ihr müsst wissen, wenn man einen Sack Getreide an einem Feuer erwärmt, spendet er die ganze Nacht Wärme. Und Popcorn. Ja, es... Nein. Wir nennen es so wegen dem Geräusch. Ja, Getreide. Aber Getreide, egal. Im Haus selber wird dir ziemlich schnell klar, dass du da nichts weiter von Bedeutung finden kannst. Es ist wirklich uralt, eine Ruine, schimmeliges Holz und bröckelige Steine liegen dort noch ein wenig aufeinander geschichtet. Mhm. Wie aus einer anderen Zeit. Nichts zu finden. Wollten wir vielleicht weiter? Natürlich, natürlich. Wollt noch die Statue umstoßen? Ja. Ja, danke. Ich hab's gerade gesagt. Ja, ich würde sagen. Aurum. Welche Richtung? Gute Frage. Gegen das Haus wäre man wahrscheinlich blöd zu haben, würde ich sagen. Eine Anstrengung, also die ich befürworte. Da vereinen sie sich. Brauchst du einen Stärkewurf oder brauchst du? Ja, dann gib mir mal einen Stärkewurf. Wir brauchen den Stärkewurf wahrscheinlich wirklich. Ich meine, wir mit unseren Disadvantages. Ach, dann auch noch. Oh, fuck. Die alten Krüppel. Oh, no. Meanwhile zerschnitzeln irgendwelche. Alle, die helfen machen oder nur so? Nur Stärke oder? Wenn ihr einen auserkort, der drückt, dann können die anderen ihm mit Advantage geben und dann quasi kann er normal würfeln. Aber mit einer 12 kriegst du den Brocken nicht umgeworfen. Da erinnere ich mich doch an was. Alter, Minotaurus, wo seid ihr? Oh, ich bin hier drüben. Erst wenn ihr uns dabei helft, diesen Schandfleck hier zu entfernen, bitte. Da müsst ihr ja fast aufschreiben, wie schlecht das läuft. Da bin ich noch dabei. Dann lasst mal den König ran. Das kann ich dem Papier nicht antun. Gewinnt doch nicht. Was ist hier los? Der König. Aus dem Weg, ihr Früchtchen. Der König. Und im nächsten Moment donnert er die Sidon-Statue um. Sie überschlägt sich einmal
Und bleibt dann hier zerbrochen in der Mitte liegen. Ist jetzt kaum mehr von dem kaputten Haus zu unterscheiden. Ein wahrlich mächtiges Meisterwerk. Antigonos, ihr seid ein wahrlich stolzer König. Und mein Lieber, das nächste Lagerfeueressen geht auf euch. Ah, danke. Aber solange ich Sidon als auswischen kann, bin ich zufrieden. Wie war das nochmal mit Altwerden? Das ist, redet man sich auch nur ein. Natürlich. Guckt mich an. Ich bin genauso frisch wie vor Hunderten von Jahren. Mein Beileid. Na gut, was stehen wir hier noch so rum? Weiter. Natürlich. Immer Richtung Norden. Die Stelle erinnere ich mich nicht. Wir gehen hier lang. Irgendwann müssen wir auch ein wenig in Richtung Westen. Im Zweifel der hübschen Nase nach. Okay. Die Hitze brennt euch an diesem Tag heute besonders im Nacken. Und wie eine Antwort auf die Schändung der Gedenkstätte des Sidon, verzieht sich auch irgendwann gegen Abend der Himmel ein wenig und ein nahendes Gewitter droht sich an. Ah, Gewitter. Die Hitze flimmert quasi. Das ist das perfekte Gewitterwetter in Pailea. So, schalten wir mal ein paar Stunden weiter. Jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf kam, dass ich Spells mit dem Level höher machen kann, ne? Kann ich mit 6. Level von meiner Divine Domain. Jetzt weiß ich wieder, wie ich darauf kam. Hey, das würde sich übrigens auf dem Wege, während wir da auf dem Marsch sind und den einen Heiltrank, den er bekommen hat. Ich kann natürlich auch Short resten, wenn ihr wollt. Oh, das gerne. Ja, da habe ich eigentlich darauf geliebäugelt. Du hast eben einmal geshort rested. Ich mach mal kurz Short Rest. Kann dir den Trank auch wieder geben, Helios, wenn du lieber Shortresten willst. Ja, gerne. Will ja auch mein Action Search wieder. Oh, lol. Ja, habe ich meine paar Früchtchen verschwendet an Perseides. Ich brauchte die auch. Ich glaube auch, ne? Jetzt bist du, glaube ich, wieder voll, oder? Wäre jetzt irgendwas gekommen, hätten wir ein Problem gehabt. Also plus die 4, ne? Ich bin bei 34 mit dem plus 4 von 36. Short Rest. 36 AP? What? Ich dachte, ich bin tanky mit 27. Ja, es ist halt ein Barbar, ey. Ja, dann D12, ne? Das ist halt krass. Hast du auch gesehen, ich kriege jedes Mal auf die... Da stimmt irgendwas nicht. Das tut immer noch... Achso, das zählt nicht automatisch dazu. Okay. Nee, leider nicht. In dieser schwülen Hitze quält ihr euch dann weiter den Arkeland River entlang. Und seid quasi kurz vor Astoria, aber es ist schon ziemlich spät. Und das Gewitter scheint immer stärker heranzurücken. Ich kenne hier eine Hütte in der Nähe, wo wir vielleicht unterkommen könnten. Dann müssen wir uns nicht darüber Gedanken machen, voll in der Wildnis auf den Sturm zu warten. Wenn ihr euch sicher seid, ansonsten könnten wir vielleicht eine Höhle aufsuchen. Höhlen sind sicherer als Hütten. Wer weiß, was in der Höhle aber eingezogen ist bis jetzt. Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr wisst, wo die Hütte ist? Das hat sich vorhin nicht gerade vertrauenswürdig angehört. Du stellst meine Fährtenleserfähigkeiten in Frage? Wart mal ab. Du hast gesagt, daran erinnere ich mich nicht. Wart nur ab, Freundchen. Naja. Ich bin mir sicher, es ist dort hinter der nächsten Biegung. Ui. Ihr verirrt euch eine Stunde lang fast in ein Gebirge hier oben. Ach, ich dachte, es wäre eigentlich höher gelegen. Vielleicht war es doch im Tal. Und das Gewitter zieht immer näher. Erster Regen erfasst euch auch. Wo bist du nur mit deinen Gedanken wieder? Tja, ich hab's noch nie so mit Karten gehabt. Auf jeden Fall, nach einer weiteren kurzen Weile findet ihr euch dann wieder im Tal ein und ihr hättet einfach nur weiter geradeaus gehen müssen, denn in der Ferne seht ihr schon die ersten Gehöfte, die Astoria umgeben. Viele allerdings unbewohnt, einige aber doch noch.
Und ihr seht auch tatsächlich trotz der ganzen Dürre hier draußen noch einen Weinhang, der tatsächlich grüne Blätter noch trägt. Vermutlich durch seine geschützte Position zwischen den Bergen. Und gerade als der Regen losbricht, kommt er in diesem kleinen Weingut an. Wunderschöne Trauben. Dann gehe ich mal hin und stibitz mir zwei. Ich pack sie mir in den Mund. Moment. Wo ist mein Regen? Witzen tut schon. Ja, das Gewitter in der Ferne. Vielleicht sollte es auch irgendwann. Also. Ein Gutes hat die Sache ja. Die Dürre scheint ein bisschen behoben zu sein. Hm? Ja, man muss einfach nur die richtigen Leute verärgern. Und das Blut wird abgewaschen. Kein Problem, die Landwirtschaft kann ein bisschen Regen bestimmt gut vertragen. Alter, ich bin genauso breit wie der Weg. Hoffentlich tauchen das hier nicht irgendwelche Weinwesen auf, die sich ebenfalls als Nymphen bezeichnen. Kann Regen ein bisschen vertragen, und jetzt regnet es so 2 Monate. ich baue schon mal eine Arche, kein Thema. Durch den Mann, landet das bitte nur ein. Bitte? Was? Ihr seht auf jeden Fall, als er näher an das Weingut-Haus kommt, dass dort anscheinend ein Vater mit seinem Sohn gerade die letzten Vorbereitungen trifft, um alles wetterfest zu machen. Rotas, decke den Brunnen ab. Oh, wir haben Gäste. Seid mir gegrüßt, Wanderer. Grüße. Ich bin Melantios aus dem Altholz. Ich sehe den Schokobon an. Meine Weggefährten. Wir sind die Helden der Prophezeiung. Die Helden der Prophezeiung, das heißt... Ah, Kira, ihr seid auch dabei. Ja, hier drüben. Ach, Entschuldigung, wir haben gerade den ganzen Weg nur Regen gehabt und haben uns gedacht, vielleicht können wir bei dir einkehren, Terikles. Ah, seid meine Gäste, kein Problem. Wir machen nur gerade das Gestüt fertig. Für das kommende Unwetter. Wer weiß, was Sidon geplant hat nach all den Monaten der Dürre. Junge, gehst schon einmal deiner Mutter Bescheid sagen. Ja, Vater. Können wir helfen? Ah, natürlich. Ein strammer Mann wie ihr kann immer etwas bewegen. Wir haben noch einige Geräte auf den Feldern liegen. Wir können sie rasch reinholen in den Schuppen. Natürlich. Werde ich eingespannt. Ja, ich helfe dann auch, wa? Ja. Ihr anderen könnt euch ruhig schon ins Haus begeben, kein Problem. Ich helfe auf den Weinfeldern. Das ist eine gute Idee. Ja. Ich helf mal beim Tischdecken. Hier auf den Weinfeldern, oder was? Ja. Doch, ich gehe nochmal hier so drauf und finde. Manchmal liegen da Haken, dann steht da manchmal so ein Karren. Der Eingang ist hier unten. Wo wollt ihr die Werkzeuge hin haben? Ah, unten in den Schuppen. Folgt mir. Komm rein, Orsus. Einfach hier rein. Nur, dass es nicht nass wird und anfängt zu schimmeln. Einfach ein Landschiff hier. Ich hab von dem unteren Feld die Sachen reingebracht. Mutter, wir haben Gäste. Gäste? Eine Frau betritt das Wohnzimmer. Und du, Xior, fühlst dich direkt einige 100 Jahre zurückversetzt, denn diese Frau hat unglaubliche Ähnlichkeit zu einer alten Gefährtin von dir. An die ich mich erinnere. Die du dich jetzt wieder erinnerst. Und zwar sieht sie aus wie Rison Phobas, die rechte Hand von Xander. Dann gehe ich auf sie zu und sage, Rison? Nein, ich bin eine Nachfahrin von Rison. Mein Name ist Pelagia. Oh, tut mir leid. Auf jeden Fall, als du sie anblickst, fühlst du dich direkt in die alten Zeiten wieder versetzt. Und Rison Phobas, die immer jeden Kampf heißblütig mitgekämpft hat, hatte aber auch ihre Momente, in denen sie einfach nur still da lag und die Sonne genießen konnte. Ihr beide hattet eine ziemlich gute Freundschaft. Wie
Wir sind direkte Nachfahren von ihr, von dieser großartigen Drachenreiterin. Ja, Rison. Gute Frau war das. Gute Frau. Ah, was für ein Sauwetter. Beim Herrn der Stürme. Setzt euch, lasst es euch gut gehen bei mir. Natürlich. Macht mal alle einen Insight-Wurf bei Ferikles. Ich vertraue ihm blind. Kannst du blind machen. Insight. Ach ja, ich habe mit Disadvantage doch, ne? Oh ja, sorry, habe ich nicht drauf geachtet. Warte, mich gibt noch einen. Oh, mit Disadvantage? Oh, ja, stimmt. Ist alles. Nein. Nein, hatten wir nicht einen Short Rest? Nur eine Long Rest. Nur ein Long Rest. Ey, eure Würfe, Eddie. Ei, ei, ei. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich erhoffe ja eh nichts. Komm, okay. Hier, Melanthios, du bemerkst als Einziger, dass irgendeine Traurigkeit über Terikles liegt. Terikles. Er gibt zwar den netten Gastgeber nach außen hin, aber irgendetwas scheint ihn zu bedrücken. Terikles, richtig? Ja, in der Tat. Was bedrückt euch? Ich sehe Trauer, wenn ich sie sehe. Es ist meine Tochter, Corinna. Sie fehlt jetzt seit 2 Tagen. Sie ist nicht wiedergekehrt von ihrer Jagd. Ja, ich habe sie losgeschickt in die Herzlande, in die Wälder. Sie ist eine gute Jägerin. Ich habe vollstes Vertrauen in sie, aber 2 Tage sind eine zu lange Zeit. So lange ist sie nie ferngeblieben. Sie hat nicht zufällig einen großen Eber gejagt? Nein, von dieser Bestie habe ich ihr abgeraten, um Gottes Willen. Es ging nur um kleines Getier. Einen guten Rehbraten oder so etwas in der Art. Tierchen heute Nacht. Bei dem Wetter. Sind keine Spuren zu finden. Ja. Wolltest du sagen, ne? Korrekt. Hat sie einen bestimmten Ort oder ist sie... Oder ist sie eher umher? Naja, da wo der Wald der Herzlande halt anfängt. Etwas weiter im Süden. Ich würde es jetzt nicht ein Revier nennen. Sie hat sich nie weit rausgewagt. Aber ich bin mir sicher, sie wird schon noch zurückkehren. Falls nicht. Nur ist es als Vater schlimm, bei einem solchen Sturm auf seine Tochter zu warten. In der Tat. Besonders wenn Sidon mal wieder seine Anfälle hat. Aber was rede ich? Kann ich euch etwas auftischen? Wein! Davon haben wir hier genug. Wein! Immer! Gerne! Doch. Na, nein, nein, danke. Darf es frisches Quellwasser sein? Ich habe keinen Durst. So schade. Ihr müsst sicher wissen, unter meinem Haus gilt der Eid der Gastfreundschaft. Wünscht euch etwas und es wird euch serviert. Das weiß ich zu schätzen, aber ich begehre nichts. Ich hätte gerne jemand. Ein Gläschen, sehr gerne. Nein, egal. Lass mich dir helfen, Frau. Ich stelle mich dann an den Tisch schon mal. Beim Verschwinden in der Küche in der nächsten Moment. Kommt eine kleine Gestalt in die Stube gerannt. Ist Tante Kira hier? Oh, da ist ja mein Sonnenschein. Lass dich drücken. Die kleine Aura. Ich muss euch einen Superstar vorstellen, Freunde. Dieses Mädchen schafft es, jedes Instrument innerhalb von 1 Woche zu lernen, wenn man es ihr in die Hand gibt. Ich war vor 3 Wochen das letzte Mal, glaube ich, hier, oder? Ja. Und, die Flöte, die du mir gegeben hast, spielt sich wirklich wunderbar. Da bin ich sicher, wirst du uns nachher etwas kredenzen? Aber klar, Kira. Wundervoll. Vielleicht können wir ja einstimmen, Orsos, hä? Oder alle anderen, die auch mit dudeln wollen. Ich suche schon meine Europax auf. Aber ja, sehr gerne. Nichts leichter als das. Vielleicht können wir dann die bedrückte Stimmung hier etwas heben. Los schupft Kongso an und sagt, trink doch etwas, wir müssen schließlich zur Rast kommen. Naja.
Der heutige Tag, soll es mal sein. Kongs greift so langsam in Zeitlupe zu einem Becher. Schaut ihn sich an. Und so, naja, wird schon nicht wehtun. Und äxt ihn weg. Immer langsam. Ihr wollt doch nicht betrunken werden. Naja, bei dem Becher soll's reichen. Ich greife mir einen Becher, schau Kongs an, hebe ihn so hoch, so wie so eine Prostgeste und tue dem gleich. Ah, ihr habt euch doch umentschieden. Wunderbar. Naja, man will ja nicht den Gastgeber beleidigen. Frau schon gar nicht, nicht wahr? Er schenkt euch dann allen nochmal nach. Setzt euch, setzt euch. Für euch, Perseel, nun ja, macht es euch etwas auszustehen. Danke. Nehmt auch den Tisch dort, kein Problem. Den habe ich überall. Im nächsten Moment kommt dann die Herrin des Hauses mit einem warmen Eintopf für euch, den sie euch serviert. Oh, also, Freunde, erzählt mir doch etwas über eure Heldentaten. Ihr müsst doch etwas jetzt zu erzählen haben, oder? Ja, wir haben ein Elektroschwein getötet. Oh, sehr viel zu. Das Elektroschwein. Und dabei seht ihr, wie ich immer abwechselnd auf mein Schwein gucke und nach draußen auf die Büchse. Heb es hoch, es wird neugeboren. Nun ja, wir haben es dazu geschafft, den von Sidon okkupierten Tempel des Orakels zu befreien. Oh, Versi war in Gefahr. Das war vielleicht ein Akt. Nur weil einige Leute voreilig waren. Sollen das hier wieder heißen? Aber warum hat Sidon Soldaten zu dem Tempel seiner Tochter rausgeschickt? Ach, was weiß ich. Er wollte sie wohl bestrafen. Entführen. So wie er uns heute mit diesem Wetter bestrafen will. Genau. Ich hoffe, meine Reben kommen durch dieses Gestürm. Naja. Aura, ich hab gehört, du willst uns etwas vorspielen. Ja. Wer will noch mitspielen? Aber sehr gerne. Klar, ich unterstütze dich doch immer auf meiner wunderbaren Harfe. Begleit mit. Was spielst denn du? Ich spiel Flöte. Oh, ich auch. Nun ja, ich kann euch den Takt klopfen. Dann mache ich die zweite Stimme. Gucken, was geht. Okay, das kleine Mädchen legt dann die Flöte an die Lippen. Okay, es geht los. Schade, das Lied kann er nicht abspielen. Oh. Weil es nur bei Spotify ist. Nein. Egal. Warte, ein Versuch noch hiermit. Verdammt, seist du Spotify. Musst du dann selbst vorsingen? Mein Gott, bewahre. Also der Grubi-Bot konnte das. Just saying. Jetzt kann er es nicht mehr. Apple Musik funktioniert auch nicht. Ja, gut. Dann hören wir uns lieber weiter den Regen an. Regen kann was Beruhigendes haben. Let's go. Ah ja, ein wahrer Banger. Gib mir mal auf jeden Fall hier einen Performance-Wurf. Ja. Mit Nachteil. Immer noch, das tut jetzt richtig weh. Offen oder verdeckt? Kann der offen machen. Die Shira legt auch die Schande offen darlegen. Oh Gott. Oh no. Ah, da sind sie wieder, die Flöten. Lutheria, ich hasse dich. Kyra spielt dafür etwas lauter. Aber. Oha.
Kyra ist ein bisschen OP, oder? Holy shit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kyra nicht nur Level 2 oder 3 ist. Ach, das... Ja, so Level 15, 16. Ich glaube irgendwie immer mehr, dass Orsus recht hat in seiner Behauptung. Ja. Dafür, wenn wir Kyra sauer machen, ne, dann macht die einmal so einen Fingerschnips und wir sind alle weg. Warte mal, warte jetzt. Da geht schon wieder ein Episch schreiben mit der 7. Dann macht die erstmal Twin Casted Power Word Death. Da ist sogar Sound bei. Ich hab das Gefühl, der andere Strike killt unseren Perseus One-Shot. Wieso plus 3, plus 4? Ach, ist das die plus 7 irgendwie auseinandergeteilt? Ja. Die einmal drin und einmal Charisma. Komisch. Okay. War anders. Vom... Ach so, wir haben immer nur noch 2 Proficiency Bonus. Ja, und das ist ja deine Expertise. Ja. Ah. Da ist was. Oh, pst. Oh, wir haben was. Eras liebliche Stimme hallt durch den Raum und erwärmt in dieser kalten und stürmischen Nacht zusammen mit dem Flötenspiel der kleinen Aura und dem Gedudel von Orsus. Ja, wird immer leiser. Die Stimmung. Dann endet ihr Stück und Ferikles klatscht begeistert. Ah, wundervoll. Du spielst besser als dieser Held der Legende. Nicht so ungut, mein Junge. Eine gute Vorstellung. Von manchen. Ja, ist bestimmt noch etwas Verbesserungspotenzial. Dann macht dir nichts raus, mir das also Lied. Jeder kann mal scheiße sein in irgendwas. Ich schieb's auf Flutter, ja. Ja, mach das. Ich hab die Stimme immer noch im Kopf. Hey. Ansonsten verläuft der Abend sehr gemütlich. Ihr werdet die ganze Zeit bekocht, verköstigt. Diejenigen, die über die Stränge schlagen, können noch einen Konstitutionswurf machen. Oh ja. Aber wer gesittet bleibt, der kann den Abend einfach ausklingen saving lassen. Wird sich eisern gehalten. Saving Throw. Ja. Fürs besoffen werden, oder was? Okay, Melandios hat irgendwann richtig einen in der Krone sitzen. Oh, müssen wir das nicht eigentlich auch alles mit Disadvantage? Ja. Nee, Saving Throws nicht, oder? Nur Ability Checks. Ach, nur Checks. Können wir später. Ach, okay, Glück, nur Checks. Oh, war ein Blind-Ding. Glück gehabt. Glück. Ja, auf Stufe 3 ist es dann so. Ja, dann ist aber auch kurz vor knapp tot, ey. Ja. Ganz wirklich zu Grabe begeben. Bis auf Melandios sind eigentlich alle gut dabei. Oh! Ich hab so schon damals erzählt. Also ich war schon ordentlich. Erzähl nicht so viel, trink lieber mehr und ich drück den nächsten Becher nicht an. Sag mal, Perseus, wie ist das eigentlich so als Pferd? Was? Ich meine, ihr seid ja immer von Fliegen gebeutelt. Regt dich das nicht auf? Ich wasche mich. Dann gucke ich einmal an Perseus runter. Sehe ich da irgendwelche Fliegen? Nicht, dass ich wüsste. Außer das Spiel hat ja was anderes. Das ist dein Charakter, ey. Kannst dein Fliegen gerade selber bestimmen. Ich fällt mir auf, ihr habt einen gar wundersam geschmeidigen Schweif. Und dann. Ja. Oh no. Ich nehme dann schon mal die Kinder mit ins Bett. Das ist unter den Zentaurinnen in den Ebenen. Nun, ich habe damals auf der Insel der Zeit gelernt, wie man flechtet. Ich hätte da ein besonders schönes Muster. Ja, ich möchte ihn mir frei hängen lassen. Das ist ja freier. Ach, zu schade. Ich hätte das Gefühl von frei hängenden Sachen bestimmt auch. Oh ja, das kenne ich. Ja, ich muss dann nicht geschlafen. Tschüss. Oh, zu schade.
Oh, ich kann euch unser Bett anbieten. Ich hoffe, es ist groß genug für euch. Nein, keine Sorge. Reicht das hier und geh direkt in Schieflauf über. Ich hoffe, ist das nicht euer Bett? Ich kann auch auf dem Boden schlafen. Ich bin das gewohnt. Oh, okay, wie ihr meint. Ich kann einige Decken für euch holen. Dann könnt ihr es euch im Wohnraum bequem machen. Wie warm ist da draußen? Ja. Na, Heli, wir machen uns dann wohl auch mal ins Bett. Nur, dass euer Bett quasi vor allen anderen dann im Wohnzimmer auch ist. Na, heute wieder eine Show. Ich schlafe sowieso. Dafür zu erschöpft. War ein anstrengender Tag. Mit so einem Erwachen. Ich setze mich in den Schaukelstuhl rein. Den Tag fort. Yes. Hat ja nicht gedacht, dass Menschen so gastfreundlich sein können. Ich auch nicht. Hört ihr von der Couch. Dann kippt Antigonos von seinem Becher oben etwas ab, mitten auf die Dielen. Ja, und ich dran nicht vergessen für Luteria, ja? Nicht, dass ihr wieder dumme Träume kriegt. Ist das nicht ein bisschen spät schon? Ey, Antigonos, sau den Boden nicht voll! Oh Gott, das ist die Göttin. Ich mach das dann voll, ich auch noch mit dem Weinbecher mit draußen ausschütten, ein bisschen. Okay. Ja, gute Idee. Ich hab's nicht gemacht. Sicher ist sicher. Ein Schwupp raus aus der Tür und wieder zurück. Dann lässt sich Kronks einfach in den Schiff fallen und fängt an zu ratzen. Unter einer Pferdedecke. Okay, Kara macht sich ja auch zwei Stühle zurecht. Legt sich dann Holzstühle drauf schlafen. Antigonos sitzt im Schneidersitz und schläft ein. Er ist ein unglaublicher Schnarcher. Neben die Leute, die hier im Raum schlafen wollen, werden lange wach gehalten. Oh no, oh no. Aber ihr dürft dann trotzdem eine Long Rest antreten. Oh ja. Oh, Gott, just saying, Platz neben dem Feuer. Neben Melantios ist noch Platz, das ist eine ziemlich große Couch. Ich bin ein ziemlich kleiner Platz. Ziegenmann. Nein. Oh. Geht auch. Nein. Ja, Long Rest. Is new day? Yes, yes. Okay. Is new day. Sehr gut. Ein schöner warmer Pferdekörper für euch. So, und auch der Regen lässt über Nacht nach. Hinterlässt aber einige matschige Felder. Endlich keine Exhaustion mehr. Und ihr werdet am nächsten Morgen dann von der Familie verabschiedet, von Terikles. Nochmal mit der Bitte, schaut bitte nach meiner Tochter, wenn ihr nochmal ins Altholz gelangen solltet. Ich werde morgen selber auf die Suche gehen, aber ein paar weitere... Ja, im Südosten vermutlich. Seid euch gewiss, wir werden die Augen offen halten. Danke für die Gastfreundschaft. Oh, verdammt, diese Kopfschmerzen. Wir schulden euch was. Sehr gerne. Immer wenn ihr in der Nähe seid, Helden der Prophezeiung, schaut bei meinem Gastheim vorbei. Natürlich. Ihr seid stets willkommen. Danke. Wir halten ein Auge offen. Ja, danke, Mensch. Ihr habt ein Gut bei einem König. Oh, das war mir nicht bewusst. Dank, König Antigonos. Solltet ihr jemals nach Minos kommen, sind euch meine Hallen geöffnet. Wenn sie aufgebaut werden. Oh, auch bei der Gastfreundschaft tritt nach außen und guckt sich erstmal so an, wie stark der Regen war letzte über die Nacht. Wie gesagt, überall sind schlammige Pfützen. In Richtung Wald sind auch einige Bäume umgeweht worden. Man sieht Stellen, wo Blitze eingeschlagen sind. Könnte vielleicht wieder ein bisschen too much für die Ernte gewesen sein. Gehabt euch wohl. Vertane Chance. Verabschiedet sich auch kurz und eilt hinterher. Bis bald. Okay. Darfst du noch deine Exhaustion wegmachen, Orsus? Ah, super. Und dann schiebe ich mal auf die Weltkarte. Hey. Südost. Und im. Warte, die Stunden vorstellen. Ungefähr im Laufe des Nachmittags kommt ihr dann tatsächlich in Estoria an. Also sucht man nicht die Tochter?
Na gut, er meinte wahrscheinlich dann irgendwo hier, dass das vielleicht wäre. Wenn wir den Rumpelhof fertig haben. Wir kommen da dann so in 2 Wochen, denke ich mal, an. Ach, da muss ich halt noch durchhalten. Eben, also echt. Ich kann ja wohl mal 2 Wochen durchhalten. Blutend irgendwo. In welchem, wo genau sollte sie sich befinden? Vielleicht ist es ja so, ich sag mal, halbwegs auf dem Weg. Ich denke mal an irgendeinem Magen. Vielleicht hat sie sich auch vielleicht hat sie sich auch verliebt und es ist irgendwie nur vergessen, die beiden die Zeit miteinander. Hoffentlich ja. Nicht in eine Fette. Naja, dann käme das mit dem Magen ja in etwa gleich, hätte sie sich verliebt. Ich kann uns auf jeden Fall nicht hingehen. Nun. Oh, endlich eine Zivilisation. Oh, das stimmt. Ich freue mich auch wieder, eine große Stadt zu sehen. Warte, ich komme. Gefiel's der Menschen. Vater, ich komme. Aber der ist doch gar nicht hier. Doch? Nein. Steht doch, sind doch da. Hä? Der ist der König von hier praktisch gefühlt, oder? Ist der nicht in Mythros? Nee, dein Vater Pyphor ist König von Estoria. Oh, da irgendwie vertan. Die größte Siedlung entlang des Arkelon Rivers. Und ihr seht jetzt schon gerade, wo ihr auf die Stadt zulauft, dass diese zwischen den Klippen einer felsigen Schlucht liegt, von einer großen Mauer umgeben ist, die die Stadt vor allen Gefahren schützt, die aus der Steppe kommen können. Überall erstrecken sich Häuser, Tavernen, Geschäfte aller Art und füllen einen Großteil dieser Schlucht aus. Und ihr kommt vom Südtor aus. Wie ist Xior immer noch im Weinjahr und kommt nicht rüber, aber ich mache ihn schon mal an. Oh, schön. Mir ist halt nichts passiert, aber danke. Hast mich da hinten vergessen, ich wusste es. So. Ah, Zivilisation. Der berühmte Stein von Estor. Oh mein Gott. Ein Stein. Stone. Mit dem Blut der Nymphen. Oder so. Hab ich gehört. Oder so. Oder so eben. Wenn ich dir privat schreiben würde, dann würde Private Gamma auch funktionieren, ne? Ja. Funktioniert scheinbar nicht. Nein. Ja, funktioniert wenn... nicht. Aber ist ja egal. Ups. Mach's private. Ich muss ja eigentlich auch gesehen. Noch was auswürfeln, und zwar, weil ich ja Athletin bin, gibt's ja auch mein Popularity-Dings. Ah, ja. Mythos Helios. Ja, auch krass. Ah, okay. Kenn ich mich hier auch, weil ich... Okay, Moment. Habe. Das hatte ich nämlich nicht mehr. Auf jeden Fall seht ihr hier unten, wie die Stadt aus der Ferne aussieht. Ja, okay, nix. Ah, schreibe ich mir das eben separat auf. Bin nicht groß genug. So. So halb eingebaut. Oh. Haben die Architektur der Felsen sehr gut genutzt für ihre Befestigungsanlage. Sieht auf jeden Fall gut aus. Er hat so ein bisschen einen Helpskamm. Ja, an dem Südtor ist auf jeden Fall reges Treiben. Viele Händler stehen dort Schlange. Anscheinend wird gerade eine Herde von Ochsen in die Stadt hineingeführt und ihr kriegt immer so per Hörensagen mit, dass es sich dabei wohl um Opfergaben für Sidon und den Tempel handeln soll. Jedenfalls ist jeder erstmal, dann müsst ihr alle erstmal warten, bis dieser Opferzug durch ist, bevor ihr in die Stadt eingelassen werdet könntet. Jetzt Ray of Sickness, ne? Alle Kühe direkt krank machen. Und wie es in Estoria aussieht und welche Abenteuer ihr dort erleben werdet, das erfahren wir dann im nächsten Jahr. Kann man ja schon sagen, ne? Ja, ist wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich. Dann enden wir heute hier. Sehr schön. Dann stoppe ich jetzt.